Yeah, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe Let's Play Resident Evil. Ich bin heute alleine hier. Stichwort. Ich bin heute alleine hier. Hallo, ich bin auch noch da. Ha! Ich will mich nicht zeigen. Warum nicht? Weil meine Frau mir meine Haare geschnitten hat. Ja, okay, das kann ich. Möchtest du eine Mütze haben? Ja. Okay, möchtest du meine Mütze haben? Nee, ist schon in Ordnung. Ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass mir das am Arsch vorbeigeht. Hallo, das sieht doch wunderschön aus. Was hast du denn? Danke. Aber man sagt ja auch, einen schönen Mann kann nichts entstellen. Das stimmt allerdings. Mein Vater hat damals immer gesagt, Dirk, ist egal, wie du aussiehst, Bart, kein Bart, lange Haare, kurze Haare, Arsch bleibt Arsch. Ist natürlich, er sollte recht behalten. Ja, ja, ja. Ist natürlich als Elfjähriger nicht schön zu hören von seinem Vater. Aber dann wurdest du direkt aufs Leben vorbereitet. Ja, zum Beispiel, so kann man es nicht hier Butter ums Maul schmieren, ja, Honig ums allerdings. Maul schmieren, direkt rein. Ja, das stimmt. Rein in die Masse. Ja. Schön, dass du da bist, lieber Dirk. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Gerüchten zufolge habe ich gehört, du hast richtig Bock auf Resident Evil, Leute. Ja, ja, und wie? Ich habe auch gehört, du hast dich super vorbereitet. Auch, ja. Ich soll quasi jetzt so ein bisschen den Anfang machen und dann genau, steigst du ein und machst alle fertig. Ich gebe dir quasi Anweisungen, während du spielst. Sowas wie, hey, Idiot, Obacht, links, nein. Ja, sowas zum Beispiel. Das habe ich geübt zu Hause. Ja. Deswegen kannst du ruhig anfangen. Und ich sag dir dann einfach genau das, was du machen sollst. Quasi wie deine Freundin. Perfekt. Ja, super. Eine Rolle, in der ich mich wohlfühle. Ja. Willkommen in der Comfortzone. Und hallo, lieber Chat, schön, dass ihr alle da seid. Uff, Alter, geht gar nicht. Wie geht gar nicht? Ist doch wunderschön hier, falls du die Frisur meinst. Ist doch voll geil. Hier so mit den Seiten abrasiert. Ja. Ich mag das. Hat so ein bisschen Mad Max-Style. Ja. Stimmt, allerdings wie Tom Hardy, ne? Ja. So ein bisschen? Du siehst aus wie Tom Hardy. Aber nur? Als er 12 war. Ja. Und als es noch keine Fitnessstudios gab. Tommy Hardy. Ja. Und ich sehe aus wie der Tommy. Ey, Fetti, halt mal die Fresse. Ey, Fetti. So, was wird denn hier alles geschrieben? Aber Jasmin hat doch ein professionelles Haarschneideset. Was soll da schief gehen? Ja, das heißt ja gar nichts. Du kannst mir auch ein professionelles chirurgisches Messer in die Hand legen. Ich kann trotzdem keine Herztransplantation durchführen. Das stimmt allerdings. Was ist das für ein Argument, Jenny? So. Ich bin halt kein Schönheitschirurg, schreibt Kisteria. Ist das nicht schön, das von seiner Frau zu hören, von seiner Frau? Mhm. Ich bin halt kein Schönheitschirurg. Du bist, sag mal, hässlich, aber ich kann nichts daran ändern. Ja. Ne? Ja, ist natürlich toll. Bin schon wieder gut gelaunt und gehe wahrscheinlich heute Abend wieder traurig ins Bett. Du kannst auch hier schlafen. Alter, ist toll. Ich habe ja jetzt hier eine neue Couch, auf der jede Menge Platz ist. Mhm. Also, du kannst... Aber ich schlafe nicht gern einsam. Wer hat denn was von einsam gesagt? Niemand. Also. Gut. Die Peanut ist ja noch da. Ach so, ja. Die kann dann bei der Jenny pennen. Ja. So, und bevor wir uns jetzt hier noch mehr um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Spiel. Ich freue mich übrigens, dass du heute da bist, lieber Bolle. Dann können wir ja nachher direkt den Fackelstab übergeben an deinen Stream. Der Bolle streamt nämlich heute Formel 1. Der moderiert Formel 1. Formel 1 moderiert er? Mhm. Das heißt, jemand anderes spielt und der Bolle moderiert dabei? Ja. Voll geil. Sowas wie links, rechts, Obacht. Genau so. Ja, also, ja gut, ja. Du Idiot. Du Idiot, fahr doch. So, weiter geht's mit Präsident Eifel. Aber ich muss vorher nochmal eben kurz... Hat der Herr Bolle denn auch Ahnung von Formel 1? Ist das so... Oder es gibt ja bestimmt auch so Fachbegriffe. Im Bremse! Gas! Ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, da müssen wir... Also macht er das dann professionell, dass er... vielleicht kann der Bolle das ja mal beantworten, ob er das dann wirklich professionell macht, ob er so Fachbegriffe kann oder halt eben... Weißt du? So ja, Bolle, schreib das doch mal in den Gas Chat. Geben oder... Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr Profi bist du denn? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr gefällt dir meine Frisur? Ich finde die toll, ich finde die wirklich toll. Ist wirklich toll, ne? Ja. Ja. Danke. Ich meine, ja, ist egal. So, wir fangen jetzt mal an mit Resident Evil. Was haben wir denn letzte Woche überhaupt gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe schon wieder alles vergessen. Wir haben gespeichert. Ja. Und dann haben wir aufgehört. Ja, dann mit dem Speichern, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wir haben auch, glaube ich, ein Kristall irgendwo eingesetzt.
Ja, bei diesem Löwenköpfchen, ne? Und da fehlt uns aber auch noch ein gelber oder ein roter. Wir haben eine Magnum. Müssen wir damit vielleicht was machen? Was kann man denn mit der Diskette machen? Das ist so eine CD. Die kann man ja irgendwo reinlegen. Ne, da steht doch Diskette. Ist ja, aber ist, oder ist in einer richtigen Diskette auch so eine CD? Fragen über Fragen. Wann spielt das hier eigentlich? Ich glaube 1996, ne? Es ist 1996! Das mag sein. Hier die, doch, ja klar. Weil, wenn du mal genau guckst, kannst du noch mal Jilla machen? Was? Kannst du noch mal Jilla machen? Ja. Die, Waffe? Ja. Halt sie mal einmal vernünftig in die Kamera. Gerade gar nicht. Ach so. Ach so, ja. Geht gar nicht. Die Magnum wurde nämlich 1988 ist in Produktion gegangen. Mhm. Das ist die P23. Nein, das ist doch die Colt Single Action Army, oder nicht? Weiß ich nicht. Das erkenne ich doch als alter Waffennarr. Ach so, ja, gut, ja. Gut. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, wer weiß das schon, wann es spielt. Ich habe einfach irgendeinen Namen gesagt. Aber meinst du, da gibt es Leute, die das dann so analysieren und sagen dann so, ah, das ist doch die Waffe, die ist da oder auf Produktion jeden Fall. Oder diese Wanduhr, die wird erst, weiß ich nicht, das ist eine Reproduktion von 1996, das kann nur erst ab 1996, bestimmt gibt es da welche Leute. Also ich glaube, vielleicht sind das so welche wie der Bolle, ja, der sich auch super megamäßig auskennt mit Formel 1, was er bestimmt jetzt gerade reingeschrieben hat. Ist mein 3-Cast bei F1. Formel 1 bin ich noch ein Neuling, aber kenne mich auch schon etwas aus. Deine Frisur ist nice, / wild. Oh, dankeschön. War, kam das vom Bolle? Mhm. Oh, der ist sehr, sehr nett. Dankeschön. Das motiviert mich wieder. Deine Frisur ist quasi wie Jason Momoa. Nice, aber wild. Mhm. Bolle hat dich quasi Jason Momoa genannt. Oh ja. Eine Mischung aus Tom Hardy und Jason Momoa. Ja, ich sehe auch, ein bisschen aus wie Jason Momoa. Gibt auf jeden Fall schlechtere Vergleiche, finde ich. Ja, stimmt. Der Einzige, was mich von Jason Momoa unterscheidet, ich bin nicht schwarz. Jason Momoa ist auch nicht schwarz. Ja, aber der ist schokobraun. Ja? Ja, so wie Milka Schokolade. Ja. Jason Momoa ist klein und rund. Mit einem Haps ist der im Mund. So, Dirk, du wolltest mich doch anleiten. Wo geht es denn hier lang? Geradeaus. Alles klar. Und jetzt links. Jetzt? Nee, noch weiter. Ja. Super, links. Und links. Und rein. Und hier. Jo. Hier ist ein Aufzug. Von diesem Stockwerk aus können Sie ihn anscheinend nicht betreten. Weiter geradeaus und links. Gryffindor, und nicht bummeln. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß auch gar nicht, was wir machen müssen. Ich gerade auch nicht, aber wir können ja mal gucken. Okay, hier unten. Erstes Obergeschoss. Ich brauche eigentlich sowas wie. Also, ich weiß, dass ich mich öfters mal darüber beschwere. Mhm. In so welchen neuen Spielen. Wenn da immer steht, so mach jetzt das oder sprich mit dem und dann geh dahin. Aber das ist doch scheiße. Wenn wir es jetzt jede Woche. Hast du die Tür jetzt gerade geöffnet? Nee. Schwertsymbol. Schwertsymbol. Haben wir das in den Schwertsymbol? Ich habe keine Ahnung, aber wir können ja mal nachgucken. Schau da mal nach. Und bei so welchen Spielen ist es halt eben ultra nervig, weil wenn wir es jetzt einmal die Woche spielen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist ja, eigentlich muss man ja immer nur gucken, wo ist eine rote Tür, wo muss ich lang und was habe ich im Inventar. Ja, ja, alles klar, ja gut. Aber schau mal nach, ob wir einen Schwertschlüssel haben. Wir haben auch mittlerweile haben wir viele Schlüssel gesammelt. Ich glaube sogar, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir alle Schlüssel. Ich glaube auch, wenn du jetzt hinter diesen Dings runter gehst, da hinter dieser Treppe, da ist glaube ich auch noch eine Tür. Da haben wir glaube ich auch noch nicht drin. Nee, aber ich weiß nicht mehr, welcher Schlüssel da gebraucht wird. Da haben wir einmal hier so angeklopft und dann kam da dieses Kettenrascheln. Genau. Rechts und links neben der Tür. Okay, dann wird da wahrscheinlich auch was rein müssen, ein Symbol. Die Selandra schreibt, Hallöchen! Hallo! Hallo! Liebe Selandra. Welcome! Und Jenny legt direkt wieder los mit dem. Du kannst mich heute nicht erschrecken, Jenny, mit deinen blöden Comments. Ich bin heute gewappnet. Oh, da ist er schon. Da bin ich mich fast erschrocken. Patrick, Mann, was soll das denn? Was denn? Wieso ballerst du den weg? Mit einer Magnum-Munition. Jetzt spielen wir auch mal ein bisschen clever. Jetzt auch ein Scheiß, ey. Patrick? Wie kann ich denn nachladen? Gar nicht. Gar nicht. Ich glaube X, wenn du zielst, oder? War es nicht bei Resident Evil 5 so?
Ja, bei Resident Evil 5 vor allem so. Da ist eine Sackgasse. Hier haben wir anscheinend noch nicht alles erledigt bei diesem Dings. So, dann würde ich jetzt vielleicht einmal da rum. Schau doch mal hier, da vielleicht, und dann da rein oder hier vielleicht. Ne? Lass uns doch mal die Schüssel mitnehmen einfach. Eine Pistole und einen leckeren Schlüssel. Na, schauen wir mal. Schlüssel? Schlüssel, ja. Die Türen, die rot sind, ja. Dann kommst du auch nur mit dem Schlüssel rein. Ja, da müssen wir aber erstmal hier rein, weil wegen da ist ja die Metabox. Genau, super. Exacto mundo. Also sind wir ja doch gar nicht so mega falsch. Ich schau mal in den Chat. Schau mal in den Chat. Können wir den Johnny hier einmal abmachen? Bitteschön. Dankeschön. Schade, war schon etwas enttäuscht. Ja, Jenny. Worüber denn? Ja. Weil er es kann. Ja, über meine Nicht-Schreckhaftigkeit. Ach so. Kann man es sagen? Nicht-Schreckhaftigkeit? Über deine Furchtlosigkeit. Entschuldigt die Verspätung. Ich bin voll weggeknackt auf der Couch. Wieso denn, Silander? Was hast du denn gemacht heute, dass du so ermüdet bist? Hast du vielleicht gestern zu lange gespielt? War gestern wohl etwas spät. Hey, wie geht's? Timmy Black 88 ist da. Hallo, Timmy. Moin Timmy, sagt der Bolle. Ja, eigentlich nicht. War heute ein bisschen anstrengend. Kann ich mal schreiben? Ja, was gibt's? Ich geh mal eben ganz kurz raus. Ja, da war, rein. Da war einer. Ja. Ja. Heute war ein anstrengender Tag. Kann es eigentlich sein, dass ein Sonntag anstrengend ist? Außer für mich jetzt, weil ich hier sitzen muss und dieses Kackspiel spielen muss. Sonst eigentlich, was ist Sonntag eigentlich für ein Tag? Nichts hat auf. Sonntag ist immer der Tag nach dem Saufen. Stimmt, ja gut, vielleicht hat die Silandra auch gestern gesoffen. Ich nehme übrigens... Der rote Scheinwerfer blendet. Bisschen! Ist das... Das ist... du machst das auch immer gerne, ne? Du guckst dann immer so, versuchst am Fernseher... Ja, das mache ich auf so jeden Fall. So vorbeizugucken. Das mache ich auf jeden Fall auch. Oder auch hier bei Mario Kart oder so. Immer schön mit in die Kurve legen. So, bin mal kurz im Lurk. Essen kommt, sagt der Bolle. Ah, nice. Ja. Lecker. Eike ist auch da. Eike, hallo. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du da bist, Eike. Der Eike. Endlich mal jemand hier mit Skill. Wir hören ja nicht mehr auf den Analbert, weil der uns ja immer in die Irre führt. Ja. Will ich mal so sagen. Da ist es natürlich schön, wenn der Eike uns dann ein bisschen unterstützt. Ne? Ja. Kompetent schreibt man E-I-K-E. Der Eike und ich haben uns was eine Kleinigkeit überlegt für Mai. Oh, da kommt ja Resident Evil 8 heraus. Und ich sag mal so, vielleicht sitze ich hier im Mai nicht alleine mit Resident Evil 8. Vielleicht. Verdammt nochmal, kann ich die Scheiße auch noch spielen oder was? Ja. Verdammte Kacke, ey. Kommst du mich jetzt schon wieder an? Vor allen Dingen, als ob du kein Mitspracherecht hättest. Dirk, mein Leibeigener. Ja. So. Mit einem dreijährigen Neffen, ja, sagt die Silandra. Ist der so anstrengend? Kann man nicht einfach Kinder einfach... Ich will jetzt halt nicht sagen, dass ich... Kann man die nicht einfach irgendwie so in die Ecke setzen und dann irgendwie so ein Spielzeug hinschmeißen, dass sie gar nicht so in die Nähe kommen? Das kann man mit Sicherheit machen. Oder vielleicht so Smarties. Smarties auf dem Boden so verteilen. Dann krabbelt der Kleine so hinterher. Weißt du, und mampft so die ganzen Smarties so. Und dann schmeißt man noch so ein Spielzeug, so ein Plüschhase oder so ein Auto einfach. Das ist wie mit dem Hund, mit dem Ball. Da kann man einfach so. Und dann. Weißt du? Ja, kann man machen. Ich wäre ein guter Vater, glaube ich. Waren Tipps vom Profi, ihr Luschen. Ja, sagt der Analbert. Ja, das stimmt. Was war denn hier nochmal? Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des Spencers ist eingraviert. Okay. Keine Sorge, Dirk, muss nur zugucken, sagt der Eike. Ja. Was geht, sagt der Hitman. Hey, Hitman. Hello, Hitman. Nice to read you. Im Normalfall ist er nicht anstrengend. Er bekommt nur seine Backenzähne, sagt die Silandra. Aber kann man da nicht auch einfach, wenn man eine Backenzähne bekommt, einmal so mit... Also, mit der Zange. Ja, auf, mit der Zange einmal so plopp. Ja. Ich meine, die sind da doch schön weich, wenn die gerade gedeihen. Ja, ja. Ich glaube, ich wäre ein guter Vater. Kannst den ja auch zuerst K.O. hauen, dann merkt ihr das gar nicht so. Nee, stimmt, ja.
Nein, wir bringen die Silander jetzt hier nicht auf doofe Ideen. Nicht, dass die, ne? Oder so Hardcore-Akupunktur irgendwie. Nein, jetzt hör auf. Das was ist denn? Doch noch immer ein Kind, Mann, jetzt muss es aber auch. Dirk, lass es lieber, rede nicht weiter, sagt die Casteria. Ja, gut, das stimmt. Echt. Oh, ich dachte jetzt gerade. Guck mal hier, achso, ich habe etwas. Ja, okay. Barry, wer ist Barry? Monsieur Barry, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Oh mon ami. Oh mon ami. Ja. Ich nehme übrigens heute hier auch gerne Kommentare wegen meiner Haarfrisur entgegen. Also positive, versteht sich. Wenn jemand was Positives zu meinen Haaren sagen möchte, kann das gerne sagen. Darf man wirklich nur was Positives? Man darf nur was Positives. Ich kann mit Kritik nicht umgehen. Bitte nur was Positives. Vielleicht, dass der Schnitt irgendwie toll ist oder dass dieser Seitenscheitel meine linke Gesichtshälfte betont oder so. Ist egal was. Macht, was ihr wollt. Ich brauche heute bei so einem Spiel wie Resident Evil brauche ich auch ein bisschen Aufmunterung. Warum Aufmunterung? Entertaint dich das Spiel nicht? So, was für Schlüssel haben wir denn? Schau doch mal nach. Was? Wir haben den Hausschlüssel, den Schwertschlüssel. Haben wir doch. Da haben wir gerade eine Schwerttür gehabt. Ja, aber wo war die nochmal? Weiß ich nicht mehr. Nee, weiß ich echt nicht mehr. Guck mal hier, wir haben sogar zwei Hausschlüssel. Wo war die denn? War die nicht was, da? Was ist das für ein Schlüssel? Guck mal, der hat zumindest so eine Kerbe in der Mitte. Der ist ein bisschen gebogen, aber er hat einfach gar nichts. Das ist einfach nur ein Klotz. Vielleicht sind das die Klotztüren. Das kann sein. Ich glaube, wir sind an diesem einen Aufzug vorbeigelaufen, der nicht funktioniert. Und dann bist du die Treppe runtergegangen. Quasi hinter der Schreibmaschine. Okay, und da war das? Wo ich dann mal gesagt habe, geradeaus, links. Ah, ist auch egal. Ja, die Kacke ist jetzt wieder... Habe ich überhaupt Medizin mit? Ich glaube, wir haben gar keine Medizin mehr, ne? Muss ich ja auch einfach nur nicht treffen lassen. Ey, übrigens, ich habe die Tage, habe ich ein Video auf YouTube hochgeladen. Da habe ich ein Spiel gespielt. Das ist von so einem Typen, der ist Residence of Evil. Das ist so ein Resident Evil Fan-Kanal. Und der hat ein Fangame gemacht von Resident Evil. Das heißt Vigil. Und das sieht richtig geil aus. Da sind die Hintergründe dann nicht so vorgerendert. Die sind dann in echt 3D animiert, aber auch mit so festen Kameraperspektiven. Das sieht richtig geil aus. So, meine lieben Leute, das nennt man Schleichwerbung für den eigenen Kanal. Denn der Patrick, der hat nämlich ein schönes Video zu Vigil gemacht. Könnt ihr auf YouTube euch reinballern, wenn ihr Bock habt. Sieht ziemlich lustig aus. Ja. Besonders die Animation von dem Charakter. Aber überzeugt euch selber. Hast du dir das angeguckt? Ja, natürlich habe ich mir den Quatsch angeguckt. Der hat so einen großen Kopf, ne? Ja, ja, der hat wirklich einen Bollerkopf. Ja, man könnte meinen, dass der Vater eine Melone war. Das ist der richtige Schlüssel. Das ist der Rüstungsschlüssel, sagt der Eike. Nicht der richtige. Was lese ich denn da? Das ist der Rüstungsschlüssel. So, den Rüstungstür. Wir haben doch keinen Rüstungsschlüssel. Der Hausschlüssel, hat der Eike gesagt. Kann man den umtransformieren oder was? Man kann da manchmal hier dann irgendwie so einen Knopf drücken und dann macht der... Ja, das ist der Helmschlüssel. Genau. Schau doch mal bei dem anderen da unten, der... Siehst du? Und jetzt dreh doch einmal. Da. Ja, Mann! Ja, warte mal du. Zum Glück haben wir den Eike da. Der Eike ist immer für uns da. So, jetzt die Frage, wo müssen wir hin? Wir haben jetzt im Prinzip, glaube ich, alle Schlüssel, die wir haben können. Ja, dann lass uns doch mal da schon mal anfangen. Da können wir auch... Wow, hast du gesehen, wie sich das gebogen hat? Ja, dann mach doch nicht weiter. Holy shit. Da können wir hin. Da können wir auch mal ausprobieren. Das sieht aber aus wie ein Bosskampf. Wo, das hier? Ja. Könnte auch einer sein. Wo sollen wir zuerst hin? Hier unten? Ja, ja, okay. Genau. Ich hab... Ohne Eike würdet ihr noch am Anfang stehen. Ja, das ist teils richtig. Weil 50% gebührt Eike als Hilfe und 50% muss man leider zugeben, obwohl ich weiß, ihm gefällt das und mir gefällt es nicht, wenn ihm es gefällt, dem Analbert. Dem Analbert gefällt... Was? Lauf da rasch dran vorbei. Warte. Müssen wir da überhaupt lang? Ja, ja, genau. Fuck, einfach geradeaus. Okay. Lauf jetzt. Hab nicht so viel Angst. Kommt doch gar keiner. Ja, das muss man schon ehrlich zugeben. Der hat uns auch schon viel geholfen. Er hat zwar uns auch nebenbei auch noch beleidigt, aber was soll's. Solange man dich streichelt, darf man dich auch anspucken, oder? Genau so sieht's aus.
Sie haben den Rüstungsschlüssel verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Das ist super. Wenn du alle Türen aufmachst, dass du den ablegst, das finde ich toll. Ja. Dann bist du wenigstens auf der sicheren Seite, dass du... Aber... Wow. Die Frage, was ist da? Ja, wir werden es ja nie erfahren, außer wir fragen Eike. Wäre das vielleicht vorher... Moment, wie viele Farbbänder haben wir denn? Wissen wir gerade gar nicht, ne? Nee, ich glaube, wir haben noch ein oder zwei. Aber geh doch mal. Jetzt sei nicht so ein Angsthase, geh und baller mal weg. Hab... Ohne Scheiß, ne? Ja. Hab ich... Ja. Als ich das eine Mal, als wir kein Farbband haben, ne? Ja. Hab ich da irgendwie rumgeheult? Oh, ja, jetzt wäre toll abzuspeichern. Nee. Nee? Nee, da habe ich auch nicht vorher nachgefragt, so, was ist da? Hat Rambo vorher im Wald nachgeguckt, was da für Gefahren auf ihn lauern? Der hatte ja keine andere Wahl, der konnte ja nicht speichern. Genauso wie wir. Stimmt, wir konnten auch nicht speichern. So, ne? Bei ihnen hat es da hingerafft, aber der hat eine richtig schöne, dicke Kanone. Granate. Jo. Das ist... Was für eine Muni haben wir gerade nochmal abgelegt? Ich komme nicht drauf. Das ist übrigens der Granatwerfer, wahrscheinlich, wo sie uns letzten Stream oder vorhin Stream alle angeschrien haben. Der Granatwerfer! Ihr müsst ihn mitnehmen. Das könnte er wohl sein. Das könnte er sein, ja. Ja. So, aber wir haben hier wohl noch nicht alles erlebt. An die Szene hier kann ich mich sogar aus dem Original noch erinnern. Aber ich glaube, wenn du zurückläufst, dann wird da wohl was kommen. Also das Spiel ist so berechenbar, ne? Guck mal, wie sie da steht. Wie sie da steht, wie eine Eierpfeile. Jetzt knall ihn noch ab. Wow! Da ist doch er hier mit dem Granatwerfer. L1, R1. Oder R2 oder so. Drück irgendwas. Knall ihn jetzt. Ja, komm. Ja, da ist er weg. Jetzt nimm doch wenigstens die Heilpflanze mit. Patrick. Warte doch mal. Ja, zieh ihn da hingerafft. Blutet er schon? Nee. Lauf! Lauf! Nun lauf! Drück mal gleich R1 und Wie R1. Viel Energie hat der denn bitte? Super! Boah, richtig gut, Mann. Richtig, richtig gut! Aua! Ich wurde doch hier geimpft. Toll. Super. Wie sieht die Energie aus? Grün. Das hat sich richtig gelohnt. Richtig gelohnt. Da rauszugehen, meinst du, ne? Ja. Kombinieren die noch nicht? Nein. Warum? Ach so, weil... Rotes Kraut. Hasenohr, Hasenohr, schieß ein Tor. Noch ein Tor, Hasenohr. HSV. Nee, die schießen keine Tore, ne? Was ist das denn? HSV schießen keine Tore mehr. Ne, da liegt noch Pistolenmunition. Ey, super. Ja, das... Richtig gut. Liebe Leute, ihr könnt jetzt auch ruhig mal so was schreiben wie... Toll gemacht. Immer. Patrick, super. Du hast ihn richtig... den Sack weggeschossen, zum Beispiel. Irgendwie sowas Positives. Habe ich wirklich, ne? Also wirklich, ja. Ne? Das wird uns auch mal motivieren. Weil dieses Dreckspiel, das zerrt ja auch an den Nerven ein bisschen. Und positive Bestätigung. Schönen Abend. Aber guck mal, da ist noch was. Da ist noch was, ja. Vielleicht unten? Zählt das als unten noch? Got to eat. Oh. He got to have his supper. Wo war das denn? Der Junge muss was essen. Schönen Abend. Ausrufezeichen Lurk, sagt der Lego-Mann. Der Lego-Mann? Lego. Ja, Lego-Cation. 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 Ja, Eike gibt einen Daumen nach oben. Ungefähr so, ich zeig's dir mal. Nee, warte mal. Doch so. Ich bin stolz auf euch. Mit einer Zunge draußen, sagt die Silandra. Ich mach's ihm kurz nach. Ja, ungefähr so. Jenny schreibt super. Jetzt super gemacht, fast danke schön. Ihr seid wirklich toll. Das ist fast ohne. Ist es eigentlich was wert? So Scheiß? Wenn man das einfordert, ja, genau, eigentlich ja. Nicht, ne? Das, ich muss auch ehrlich sagen, ich
hab auch für so Leute nicht so viel übrig, die sich ihr Dings immer so einfordern, ihr Lob. Ja. So, zum Beispiel. Ich habe das öfters, wenn ich mal Rocket League spiele. Ja. Ich habe ja meine Stammbelegschaft, mit der ich mal Rocket League spiele. Ja. Wer von euch zufälligerweise. Wer vielleicht von euch Rocket League spielt und der hat mal richtig Bock, mit einen jemandem auf den Arsch zu kriegen. sich down zu grade in seinem Rang, der kann mich gerne anschreiben bei PlayStation und da können wir also richtig geil spielen. Auf jeden Fall habe ich ja da meine Stammbelegschaft und ich merke das immer. Bei manchen Leuten, die darf ich ja jetzt natürlich nicht erwähnen, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und die sagen auch, boah, habe ich da toll gemacht. Mhm. Zum Beispiel ich auch. Ne? Aber es gibt auch noch andere Leute, die das machen. Dann bist du halt eben gezwungen. So, ja, hast du gut gemacht. Ja, den hätte ich besser gemacht. Aber du hast ihn auch gut für gemacht. Für deinen Anspruch war das okay. Kann man machen. So. Gut. Weißt du, welche Szene ich absolut geil finde bei Hancock? Wenn der da, ich weiß nicht, vielleicht hat einer von euch noch nicht Hancock gesehen, aber ist jetzt da kein Spoiler oder so. Da sitzt er dann halt eben da der Hauptprotagonist und ein anderer Hauptprotagonist sitzen da und dann will er ihn loben. Und dann macht er so, und dann muss er es halt eben nachsagen und der hat es halt eben nicht kapiert. Super Szene, fand ich sehr lustig. Will Smith ist eigentlich toll, oder? Jo, ich fand den auch jetzt hier in der Neuverfilmung von Aladdin. Oh fuck. Oh, Aladdin habe ich geguckt. Ich hasse alles, was mit Disney zu tun hat. Ja. So Zeichentrick, König der Löwen und all so. Es ist Disney, schon alleine der Löwen, Disney. Dafür. Ja, alles scheiße, alles so Kinderkacke. Auf jeden Fall fand ich aber die Verfilmung fand ich auch toll. Die neue jetzt? Ja. Hast du die auf Disney Plus geguckt? Ja. Die war gut, ne? Ja. Fand ich auch, Knorke. Übrigens haben wir uns heute auch Disney Plus ein Abonnement abgeschlossen. Mhm. Und da gibt es jetzt auch Disney Stars. Ich will jetzt ja auch keine Schleichwerbung machen. Auf jeden Fall Disney Stars und da kannst du auch andere Filme gucken, wie zum Beispiel Stirb langsam oder Starship Troopers, die ich schon Ewigkeit nicht mehr geguckt habe. Absolut genialer Film. Was ist das? Da ist ein Monster. Und Mandalorian. Mandalorian werde ich mir wohl einverleiben. Die zweite Staffel. Bam! Super gemacht. Ja, ich finde Mandalorian zweite Staffel fand ich auch richtig. Ihr habt die noch nicht jetzt geguckt. Vielleicht Leute, die hier im Chat das noch nicht geguckt haben. Ja, ich will aber jetzt nichts spoilern, aber ich fand die erste Staffel schon super und die zweite Staffel ist wirklich nochmal. Jetzt hast du meine Erwartungen ganz schön hochgeschraubt. Ja, aber zu Recht. Ja. Wird aus dem jetzt noch ein Crimson Head, wenn er jetzt keine Mütze mehr hat? Nee. Okay. Aus dem wird bestimmt kein Crimson Head mehr. Obwohl ich, ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel das da macht. Dirk wirkt heute richtig aufgedreht. Ich bin auch heute richtig drauf. Wo sind wir denn hier? Das Regal ist voller eingestaubter Requisiten. Vielleicht liegt das an meiner neuen Haarfrisur, dass ich da so ein bisschen... Jetzt kommt endlich mal Luft an die Birne. Genau so sieht's aus. Das kann sein, ja. Wir nehmen die jetzt mal nicht mit, oder? Aua. Ich habe übrigens jetzt einen Zweitkanal aufgemacht, um nochmal Schleichwerbung zu machen. Und zwar kommen da jetzt die ganzen Let's Plays immer rein und der andere Kanal ist dann für Exklusivvideos. Oh, dann noch besser. Weil ich finde, ansonsten ist das zu viel. Dann gehen auch die ganzen neuen Videos gehen dann in diesen ganzen Let's Plays unter. Ja. Oh, Jesus. Kassiri hat gerade einen Clip gemacht. Hat der es hinter sich? Nein, hat er nicht! Nee, du musst was machen! Tritt ihn den scheiß Kopf ab! Bam! Da sind sie nicht. Nimm zuerst rote Kräuter mit, um die zu kombinieren. Er ist ein grünes Kraut, scheiße. Muss ich das nochmal weglegen, ne?
Ja, nimm's! Muss ich das jetzt weg? Okay, es steht da, rotes Kraut. Okay, schade. Wolltest du mich jetzt noch... Ey, sollte das jetzt ein Witz auf meine Kosten sein, dass ich farbenblind bin? Zählt das nicht irgendwie unter Verarschung Minderheiten? Gibt es da nicht irgendwie im Gesetzbuch irgendwas dafür, was da niedergeschrieben ist oder so? Ich hoffe nicht. Nimm doch zuerst das Rote mit. Da gibt's kein Rotes mehr, ne? Oh. Der TR1XXXO. Grüße, sagt er. X habe ich gesagt. Grüße, sagt er. Trixo. Tritratrullala. Ja. Hallo, Trixo. Schön, dass du da bist. Der gute alte Trixo. Der war schon letztes Mal im Resi 4 Stream dabei. Ah, hier waren wir aber schon mal, ne? An die Motze kann ich mich erinnern. Was denn? Ist so, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Nee, nee, da waren wir schon. Die Motte, die ist da. Ja, ich glaube, das ist ja. Nee, das ist die Motte. Es ist die. Nein, es aber wegen der Kameraperspektive, die war so. Aber irgendwie sieht das schon ein bisschen billig aus, ne? Das sieht schon echt kacke aus. Ja, Trixo hat sich deinen Resi 4 Stream angeguckt. Mhm. Ich glaube, das war beim Resi 4 Stream, wo er dabei war. Ja. Boah, ey, das war auch richtig. Ah, ein Aufzug. Das ist doch bestimmt der Aufzug, der nach unten führt. Exacto Mundo. Genau so sieht's aus. Ich hoffe, das ist nicht ein One-Way-Ticket hier. Kennst du von The Darkness One-Way-Ticket? One-Way-Ticket to hell and back, but a One-Way-Ticket to hell and back. Ja, ja genau, bei Resi 4 Stream schon durchgespielt. Nee, ich glaube nicht, ne? Das hast du nicht durchgespielt. Aber ich bin gerade. Du kannst davon ausgehen, dass du noch 17 Folgen dafür Zeit hast, bis Patrick es schafft, das durchzuspielen. Also ich bin gerade da im Schloss mit Ashley. Die wurde gefangen genommen und ich habe sie jetzt wieder befreit. Und ich glaube, mir steht gleich ein Bossfight. Glaubt ihr? Jetzt bin ich gespannt. glaubt ihr? Ash. Ash. Wenn jemand Ashley heißt, ja. Ne, im amerikanischen Raum, glaubt ihr, dass so welche Namen auch für Hänseleien in der Schule? Ja, klar. Also wie Ash. Ashley. Ja. Safe. Ja. Was gibt's denn für im deutschen Namen für Verarschen? Die sich so ähnlich anhören wie irgendwelche Beleidigungen. Ich habe vor kurzem habe ich jemanden auf der Arbeit getroffen, der hat einen ganz komischen Nachnamen. Vogel zum Beispiel. Mhm. Ne? Vogel. Vogel oder was gibt's noch für Namen? Ich komme nicht mehr drauf. Vielleicht komme ich ja noch im späteren Verlauf darauf zurück. Oh, da liegt einer. Kinder sind grausam. Kinder sind echt grausam. Ich sage dir. Ich wurde auch früher oft gehänselt wegen meiner schönen Haarfrisur. Da, das ist zum Beispiel ein Crimson Head. Oh ja, der steht auf. Den erkennt man an seinen roten Füßen. Nerv mich nicht, ich muss den Chat lesen. Ich kannte mal einen Typen, der hieß Ashley. Oh, einen Typen, der Ashley heißt. Ich kenne nur Ashley Tisdale. Never gonna give you up, never gonna let you down. Heißt der nicht auch Ashley? Heißen nicht die Olsen-Zwillinge Ashley? Ashley Olsen. Nee, wie heißen die mal? Ja, irgendwie sowas. Eine von denen heißt, glaub... Motherfucker! Der war ganz schön rasant. Wie heißen die, wenn das jemand weiß, wie die Ashley... Mary, Kate und Ashley Olsen. Ah, stimmt, ja. Und es gibt noch Elizabeth Olsen. Das ist die WandaVision, also Wanda in WandaVision spielt. Ja, ist das... Warum waren die früher nicht dabei? Warum hatten die keine Drillinge? Weil die jünger ist. Ach so. Was gibt's denn? Wo sollen wir lang? Also das... Ich weiß nicht, ob hier in dem Gang jetzt noch irgendwas ist. Was ist das denn hier? Da ist eine Tür. Das ist keine Tür, das sind Türen. Ja, jetzt geh doch erstmal da rein, knall den ab und dann guck mal weiter.
Ich muss mal eben kurz in den Chat nachgucken, ja? Weil die wollen auch nicht vernachlässigt werden. Geh da rein, baller ihn weg und stell dich nicht so an. Okay. Ich heute mit Resident Evil 4 angefangen und morgen. Ach, und heute Morgen habe ich das Original von Resident Evil 3 auf der PS1 gespielt, sagt der Eike. Patrick, denkst du bitte daran, dass wir einen Granatwerfer vielleicht noch brauchen? Das ist ein Crimson Head, ne? Ja, nun gut. Aber denk bitte daran. Ja, jetzt nutze nicht für jeden Loser-Zombie. Hier waren wir doch schon. Oh. Patrick. Das ist zum Beispiel auch ein Crimson Head. Und der Ike hat mit Resident Evil 6 angefangen. Nice. Den wollte ich ja, also ich wollte ihn nicht spielen, aber den muss ich ja auch noch spielen. Ja. Patrick, bitte verballer nicht die ganze Granatwerfer-Munition, ja? Bitte. Wir brauchen den für den Endboss. Ich habe keinen Bock, dass wir mit der Pistole hängen. Bitte. SAV, der Endboss. Haha, du bist vielleicht stark, aber ich bin feige und schnell. Ich hatte es auch nicht leicht mit Analbert in der Schule, sogar heute noch. Ja gut, Analbert ist natürlich auch, ne? Wegen Bert wahrscheinlich, ne? Ich glaube, Bert gibt auch irgendwie viel Futter für Kinder. Kann ich mir vorstellen. Bert gibt viel Futter für Kinder, ist ein komischer Satz irgendwie. Hier, ist der kleine Bert hier. Ja, komm her. Was? Im Karton liegt der. Ja, aber was ist das da unten? Das sieht aus wie ein Staubsaugerbeutel. Okay, Pumpgun-Muni. Die konnten wir letztes Mal, glaube ich, nicht mitnehmen. Weil wir voll waren. Sollen wir sie jetzt mitnehmen? Selbstverständlich. Super, aber hier geht nichts mehr, ne? Wir haben mal noch diverse andere Türen. Hä? Wo war das denn hier? Bin ich jetzt Jack? Eine Leiter. Oh, wo führt die hin? Ich weiß nicht. Schauen wir doch mal nach. Haben wir die schon mal benutzt? Casteria, macht euch, wenn ihr aktiv am Zugucken seid und nicht am Lurken, dann macht doch auch ruhig mal ein paar Clips, wenn ihr was richtig dämlich findet. Oder wenn ich mir vielleicht mal... Also können wir die ganze Folge runterziehen, oder? Ja, theoretisch, ja. Oder wenn ich, als Beispiel jetzt, wenn wir halt eben gut spielen, auch also, wenn wir schlecht spielen, auch wenn wir was Dämliches machen, oder wenn ich mir vielleicht einmal so durchs Haar streiche und ihr findet das toll, klippt es ruhig, sodass der Patrick genug Futter hat, um auch mal Community-Clips zusammenzuschneiden mit diversen lustigen... Ja, ich weiß, Kisteria hat schon 3 Clips gemacht. Heute? Aber Kisteria macht es nur, wenn wir dämlich sind. Ja, stimmt. Ja? Guck mal, ne, wir könnten hier eine Headshot-Serie ballern. Da wird die Kisteria nie auf die Idee kommen, mal auf Clip zu drücken. Weißt du? Aber sobald man mal gebissen wird vom Zombie, ja, oder sich auch nur ein bisschen in die Hose pinkelt, ist direkt, haha, guck mal, wie doof die ja, sind. Ja, genau. Finde ich auch nicht gut. Ich meine, stimmt ja auch, aber... Ja. Ich mache die ganze Zeit Clips, voll sinnlos. Nehmt einfach die ganze Folge, sagt die Jenny, ja. Und da ist er weg. Guck ihn dir an. Da kommt er, er will was. Peng. Gut. Super. Ist der gerade... Patrick, jetzt nicht immer in denselben reinlaufen. In denselben? Du hast schon 2-mal Munition verballert für den. Dirk, ich will doch nur hier raus. Dann geh doch da lang. Da bin ich doch hergekommen. Ja, dann musst du halt eben in die andere Richtung. Ich passe aber auch nicht auf, weil ich die ganze Zeit auf den Ja. Du machst das, was du mir letzte Woche vorgeworfen hast. Geradeaus, links. War rechts. Von mir aus war es links. Wenn ich so sitzen würde. Links ist da, wo der rare Daumen rechts gewachsen war. Ja. Super, gehen wir da wieder raus. Aber was ist das für eine rote Tür? Da hast du es gesehen da? Das ist die hier. Die haben den Schwertschlüssel verwendet. Ablegen. Super. Ich meine, ist gut, dann wissen wir wenigstens... Ist auch das Inventar leer und wir wissen, wir brauchen ihn nicht mehr, das finde ich gut. Aber irgendwie rennen wir auch jetzt die ganze Zeit ein bisschen im Kreis. Nee, nee. So, und irgendwas haben wir hier immer noch nicht genommen. Ich glaube, das ist das blaue Kraut. Aber ja, blaue Kraut... soll es sonst sein, ne? Brauchen wir ja eh nicht. So.
Wo fehlt denn jetzt noch was? Was ist das denn hier? Ey. Ja? Ich weiß, die Situation, jetzt konzentrier dich mal. Ja, ich höre dir zu. Ja. Ich weiß, dass die Situation das manchmal veranlasst, dass, auch wenn wir riesig spielen, dass wir noch mies gelaut sind und so, ne? Und dass wir auch ängstlich sind. Aber ich habe mir gedacht, ich erzähle dir zwischenzeitlich mal einen Witz, dass du auch mal wieder auf andere Gedanken kommst. Ne? Vielleicht kannst du ja lachen oder vielleicht auch nicht. Ne? Okay, kann losgehen? Okay. Gut. Für alle Leute im Chat, wenn ihr den Witz lustig fandet, lasst ruhig einen Kommi da. Oder macht einen Clip. Sollen wir einen Nicht-Lachen-Contest daraus machen? Pass auf. Erzähl. Okay. Weißt du, warum... Entschuldigung, ich habe gerade einen Feueralarm gehört. Habe ich gedacht. Okay, nicht lachen jetzt, okay? Weißt du, warum Piraten keine Karten spielen? Nein. Weil sie auf dem Deck sitzen. Nein, sorry. Kannst du wieder umschalten? Danke. Ehrlich nicht? Nein. Also, ich habe da jetzt wirklich ein bisschen was erwartet, aber das war ja echt, nee. Ich bin aber heute auch nicht gut drauf. Ich kann nicht so gut Witze erzählen, glaube ich. Also, dass du nicht gut drauf bist, halte ich straight für eine Lüge. Wo kommt der denn her? Kam jetzt, glaube ich, von oben. Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber ich weiß, wo er hingeht. Motherfucker! Wow! Richtig gut. Ich glaube, so habe ich gestern Abend gepennt. Ja. Alter, ich habe gestern 10 V plus Energy getrunken. Das ist ja nichts für dich eigentlich. Ja, aber guck mal, da, die haben jetzt 5%. Oh! Ehrlich? Ja. Darf ich das überhaupt zeigen? Ja, klar, wieso denn nicht hier? Nee. Diese Sendung wird präsentiert von V plus Energy. Trinkt es und dann seid ihr richtig gut. Und fangt am besten noch zu rauchen an. Und Autofahren. Beides zusammen. Permaban. Ja, 5% ist schon ganz schön viel. Weißt du noch, wo wir in Spanien waren? Da gab es ein Bier irgendwie mit 8% oder so? Ja. Das war schon heftig. Ist das nicht Tüski oder so? Nee. Ich komme nicht mehr drauf. Vielleicht komme ich noch drauf, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Also Tiske ist polnisches Bier. Also da haben wir immer San Miguel getrunken, ja, aber das hatte keine 8%. Aber es hatte auch einen ganz komischen Namen, so einen nicht spanischen Namen. Wer ist denn später noch online? Ja, ich bin später noch online, Alke. Möchtest du vielleicht nachher mit mir eine Runde spielen? Ich habe mir übrigens Call of Duty Cold War gekauft. Weil der Analbert, der Analbert hat es gestern gespielt und er spielt immer in Zombie-Modus da. Und der ging mir voll auf die Eier. Der hat immer gesagt, Dirk, spiel's, ne, komm, wir ballern zusammen eine Runde. Und dann habe ich es mir gestern gekauft. Ja, 74 Euro für einen Zombie-Modus ist natürlich auch viel. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren. Welcome to the family, son. Wer war das? Was geht ab, sagt der Angriest Pirate. Hallo, Pirates! Hi! Was geht bei dir an so einem schönen Sonntag? Ist er überhaupt schön bei dir, da wo du herkommst? Aus irgendwo? Miami? Ja, scheint da die Sonne. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Die Version für die PlayStation 5, die hat damals PlayStation 5 kaputt gemacht bei diversen Leuten. Okay. So, und da hatte ich gestern natürlich Panik gehabt, aber es soll wohl ein Update rausgekommen sein. Falls jemand das weiß und mich eines Besseren belehren kann, bitte. Das soll wohl 300 MB groß sein. Und das soll... Das Update? Ja, genau. Und das soll die PlayStation 5 nicht mehr kaputt machen. Das wäre natürlich doof, wenn du jetzt für ein Spiel deine PlayStation 5 schrottest. Ja. Wobei die PlayStation 5 jetzt natürlich nicht so häufig zu bekommen ist, ne? Aber auch nicht für...
Call of Duty, oder? Nee, nicht für Call of Duty. Für Back 4 Blood würde ich es machen. Ja. Für Back 4 Blood? Ja, eigentlich nur für Back 4 Blood. Da würde ich es riskieren. Aber bis dahin, bis das rauskommt, sind vielleicht noch mal ein paar mehr PlayStation 5 verfügbar. Ich glaube, dann gibt es schon die PlayStation 5 Slim. Ja. Ja, genau. Wo gehen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Bert, wo gehen wir jetzt hin? Sag mal. Bert? Ja. Bert. Schau doch mal auf die Karte. Oder Eike. Eike ist, glaube ich, da. Eike. Eike ist, glaube ich, Eike. Nein, jetzt mach doch mal die Karte auf. Ja. Guck mal, das kann nicht so schwer sein. Hier für dahin, geh mal dahin oder dahin. Da steht ein X oder geh mal hierhin. Lass uns doch mal irgendwo. Also da kommen wir nicht rein. Wieso nicht? Weil das vorhin da. Ich meine, wir können auch noch mal lang gehen, aber da stand. Da brauchen wir den Schlüssel für Spencer anwesend. Und ich meine, der Analbert hat letztes Mal gesagt, da kriegst du quasi nur Bonus. Da kriegst du mal Outfits neue. Okay. Was ist denn hier? Das weiß ich nicht. Hier kommst du da rein, ne? Hier. Das ist. Sollen wir da reingehen? Ja, klar. Okay. 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 Aber Eike, wenn du weißt, wo wir wirklich lang müssen, please help. Ist das nicht. Guck mal, da steht Halo Infinite doppelte XP. Aber ist Halo Infinite nicht das Spiel, was sie bis auf Weiteres verschoben haben? Ich weiß das nicht. Ich meine schon. Das ist natürlich doof. Wofür macht man dann die doppelte XP? Keine Ahnung, die haben wahrscheinlich schon. Wofür kann man die dann eingeben? Die haben wahrscheinlich schon die Dosen gedruckt, bevor das Game irgendwie bis auf Weiteres eingestampft wurde. Ach, es ist was Wundervolles passiert. Was denn? Der Analbert, der hat ja mal Pokémon gestreamt. Mhm. Pokémon Rot oder Blau, weiß ich nicht mehr. Ja. Und sein Lieblingsteil, Pearl, wird jetzt geremaked. Mhm, hab ich gehört. Da hat er sich auch sehr drüber gefreut. Oh, wow, was ist das denn? Da waren zwei Zombies. Dirk, du verarsch mich jetzt, oder? Da waren zwei. Boah, Dirk. Ohne Scheiß. Manchmal bist du echt ein Knüller. Pass auf, ich geh jetzt nochmal rein und dann guckst du nochmal, okay? Okay. Guck da, geradeaus. Boah, zwei! Ach komm, ey. Warum habe ich nicht geschossen? Weiß ich nicht, weil du wahrscheinlich wieder diese Raketenwerfer da hast. Nee, hast du nicht. So, komm. Knall ihn ab und dann lass uns mal da gucken. Motherfucker! Ja, super. Plopp. Er ist noch nicht zermatscht, ne? Pass auf. Doch, ist, doch er. Ist er. Der macht den Solid Snake. Oh, schau mal da, da ist ein Safe. Hast du es gesehen? Ein Safe? Ein Safe, da. Ah. Oh, und da ist ein Messer. Oh, das ist ja alles toll. Oh, oh, das hatten wir doch schon mal. Schmuckkasten. Toll. Da kann vielleicht der Diamant rein, vielleicht? Rüfen. Was hatten wir doch schon mal. Da mussten wir uns alle Seiten irgendwie angucken. Keine besonderen Merkmale. Eike! Eike! Du musst einfach nur das Ding aufmachen. 4 cm Durchmesser. Könnte man da ein Auge reinlegen? Ja, geil! Scheiße, ey. Ich hab dir am Anfang gesagt. Wenn wir Chris nehmen würden, hätten wir jetzt das Problem mit dem Rätsel nicht. Weil bei 4 cm Durchmesser wäre mir was eingefallen. Die Nasenspitze. Ja, der hat eine große Nase. Ja. Bin zurück, Bolle ist wieder da. Was hat denn lecker? Bolle, ole, 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 super Bolle. Was hat denn Bolle wohl gegessen? Lass uns mal einmal raten, bevor der... Bolognese. Pass auf, wer richtig liegt, ja. Der macht jetzt, also der, also, ja, ich weiß nicht, wer falsch liegt, macht irgendwas, aber was kann er machen? Alles. Irgendwas Perverses. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, aber. Ich weiß es nicht.
Toll. Ich finde, der verliert, mhm. und wir wissen beide, dass wir nicht unbedingt die besten Sänger sind, der singt ein kurzes Ständchen, vielleicht von seinem, von einem deutschen Schlagerlied, okay? Oh, das will ich freiwillig machen. Ein Kopfstand. Oh nein. So, ich sage, Bolle hatte, ich glaube, er hat was bestellt, der Essen kommt, hat er gesagt. Bolle hört sich so an, als ob der ein Schnitzel mit Rahmsoße isst. Glaube ich auch. Ich glaube, Pizza wäre zu einfach. Ja. Was sagst du? Was sagst du? Ich sag ein Schnitzel mit Bratkartoffeln und Zwiebeln. Ich sag eine Pizza. Ja, was für eine? Ich sag ja, eine nee, das ist ja, also nicht ein Fleisch. Eine leckere. Nee, der Bolle ist so ein Schinken-Dude. Okay. Ja. So, Bolle, dann sag mal bitte, was du gegessen hast. Den Diamant reinmachen, sagt der Eike. Den Diamanten, wir haben einen roten Diamanten irgendwo. Geh mal ins Lager. Ehrlich, den müssen wir da reinmachen? Ja. Wo ist denn nochmal das Lager? Lager? Mein Handy spinnt, sagt der Eike. Ja, was ist denn da los? Döner mit Pommes, sagt der Bolle. Döner ist immer lecker. Ja, das stimmt. Aber ich finde, was seid ihr denn für Döner-Menschen? Seid ihr mehr... Was für ein Döner bist du? Bitte den Kopfstand, die Herren. Wir haben jetzt... Es gibt ja keinen Verlierer. Auf gar keinen Fall. Es gibt Fall. Ja nicht nur einen Verlierer, es gibt zwei Verlierer hier, die hier gerade sitzen. Ich kann gerade mal auf meinen Füßen stehen. Da werde ich mit Sicherheit keinen Kopfstand machen. Was seid ihr denn für Döner-Menschen? Esst ihr gerne Hähnchen oder Kalb? Ich kann sagen, was ich präferiere, und das ist nämlich Kalb. Obwohl ich früher gerne Hähnchen gegessen habe, aber mittlerweile esse ich gerne Kalb. Ich muss sagen, ich habe eine Angewohnheit von dir einfach komplett übernommen, und ich, weil ich das so zu lieben gelernt habe. Und das ist Effes-Döner. Mhm. Übrigens habe ich, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt, wenn ihr mal in Gladbeck seid, auf jeden Fall nach Effes-Döner gehen. Bei Effes ein Döner mit Hähnchen und einfach nur Cocktailsoße und Möhren. Doppelcocktailsoße, auch wenn das Geld herlässt. Aber dann sitzt das alles so matschig an der Hände, ne? Ja. Dann macht man die ganze Zeit immer so. Ich mag das nicht, wenn man da reinbeißt und dann läuft alles raus. Ja. Egal, Hauptsache schmeckt. Ja, das stimmt. Kalb, immer, sagt der Angry Pirate. Der Pirate ist ein Kalbesser. Mmh. Hä? Was ist denn? Du bist doch falsch. Wo bin ich denn hier? Ich laufe völlig verkehrt hier. Kannst du mir einmal bitte eine... Kannst du mir ein Glas Mezzomix einschütten? Das Glas mit dem Kopf nach oben ist von mir schon benutzt. Das kannst du gerne nehmen. Das andere ist für dich. Was ist aber mit dem Bitter? Weißt du, was ich eigentlich... Habe ich nicht bitte gesagt? Nee, hast du nicht. Kannst du mir mal ein Glas mit Mezzomix einschütten? Kannst du dir lieber... Herz, mein absoluter Lieblings-Dirk. Und ich kenne viele Dirks. Könntest du mir bitte ein Glas Mezzomix einschütten? Da ist mir zugeschwollen, mach selber. Da ist ja echt lächerlich. Als ob ich hier, weißt du? Nee. Ich mag das nicht. Ich lege da sehr viel Wert drauf, wenn einer nicht bitte oder danke sagt. Ne? Da könnte ich an der Decke gehen. Mag ich nicht. Du legst da sehr viel Wert drauf, dass die Leute nicht bitte und danke sagen. Nee, dass sie da, ja. Patrick, keiner mag Klugscheiß. Ich lege da sehr viel Wert drauf. Das gefällt mir nicht. Ich will das dann einfach nicht machen. Und dann weigere ich mich da auch. Ich kann das aber gut nachvollziehen. Ja. Ich mag gerne Bratnudeln, sagt die Kisteria. Leckere Bratnudeln. Vom Chinesen oder vom Japaner? Warum assoziiert man immer Bratnudeln mit dem Chinesen? Machen die Japaner sowas nicht? Dafür kenne ich mich da echt zu wenig aus. Ich weiß nicht, was da so die... kulinarischen Was Geflogen. Machen denn die Koreaner? Ich sag, Alkohol ist immer gut, sagt der Eike. Ich sag einfach immer asiatisch. Damit ist man dann immer auf der sichersten Seite. Es muss immer alles politisch korrekt sein, ne? Mhm. Man darf nicht... Nein, nicht deswegen, aber das ist ja... Guck mal, wenn du zum Beispiel... Bei einigen Speisen ist das ja tatsächlich so. Danke. 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 Gerne. Ja, erzähl ruhig erst. Ich würde gerne was sagen. Sag mal wenigstens einmal, wo wir jetzt hier lang gehen, bitte, bevor du jetzt weiterredest. Wir gehen jetzt einmal... Da ist einer. Da fummelt einer irgendwo. Also da hat einer Geräusche gemacht.
Ja, kam an. Und ich war schon weg. Erzähl ruhig. Ich hab's vergessen. Ist egal. Weil du mich die ganze Zeit unterbrichst, das finde ich übrigens leid. Sehr unhöflich ja, von dir. Ja, ich weiß, das tut mir sehr leid. Geht gar nicht. Was ich dann so toll finde an so welchen Filmen, wie zum Beispiel das zum Beispiel Free von Quentin Tarantino, ne? Oder Martin Scorsese, die sagen dann so Sachen, ich sag dir jetzt mal ein bisschen abgewandelt, weil ich will ja auch nicht, dass ich jetzt, ne? Schlitze sind ja sowas. Ja, wie Schlitze, ja. Ne? Und es gibt ja sowas, das sagt man so ähnlich zu Asiaten. Ja. So. Oder wenn jetzt halt eben zu afroamerikanischen Leuten irgendwas. Und wenn das in Filmen kommt, so, ich meine, ich bin ja jetzt kein Rassist oder so, ich stehe ja jetzt nicht so drauf, aber das ist so irgendwie sowas wie Verbotenes. Und es muss alles heute noch so politisch korrekt sein, weißt du? Das ist, was ja auch nicht schlecht ist, so ist es nicht, ne? Aber das Ding, oh, warte mal, wo muss das denn jetzt hier rein? Das Ding ist, früher war das einfach, zum Beispiel, wenn du dir mal so El Bundy oder so anguckst, sind ja auch voll die Frauenfeindlich. Frauen dieser Welt, versammelt euch! Ja. So geht das nicht weiter. Ja, no man. Die Witze da, die waren ja auch so mega frauenfeindlich und sowas. Ja, klar. Und das ist heutzutage, wird das gar nicht mehr geduldet. Nee. Könntest du dir vorstellen, dass sowas wie El Bundy heutzutage nochmal rauskommt? Nee. Aber El Bundy war wie eine Vaterfigur für mich, ne? Der war wirklich wie eine Vaterfigur. Toll. Habe ich immer gerne geguckt früher. Aber wahrscheinlich auch, weil ich so auf Kelly stand. Boah, Kelly war scharf. Ja. Kelly. Sonst, weil man früher nichts anderes hatte, ne? Also. Heute wird man ja zugemüllt mit dubiosen Seiten, ne? Ist das so? Ich kenne mich da nicht aus. Nee. Irgendwie habe ich, weiß ich nicht, ob ich das hier richtig mache gerade. Nee. Das muss ja nach... Ja. So? Nee. Das kann nicht so schwer sein, Patrick. Kannst du da auch drehen? Ich glaube, das da ist ein Kopf... Das muss, glaube ich, dahin. Alter, bewegt er sich langsam, ey. Jetzt, das passt. Das passt. Kyria rauft sich die Haare. Wieso? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber da passt auch was nicht. Da passt was nicht. Hilfe! Eike! Gib mal her. Komm, darf ich auch mal? Nein. Ach, Patrick, da... Die Mitte sieht schon falsch aus, sagt die Kesteria. Ja. Das ist schon alles scheiße, Patrick. Okay, hier. Komm, wie kann ich das hier raus? Kreis. Puzzle beenden? Nein. Oder, ja, weiß ich nicht. Ich will das Scheißding hier rausbekommen. So. Achso, du kannst das übrigens auch mit L1 und R1 so ein bisschen drehen. So, der muss... Können wir mit dem Eike einmal Shareplay anmachen? Es sieht doch so aus. So ist es verkehrt. Ich glaube nicht, dass die sich überlappen müssen. Ich habe schon Vorarbeit geleistet, ja, das machst du. Hast du aber auch wirklich toll gemacht. Ich mache einfach nochmal alles weg. Ja. Das Spiel hat uns rausgeschmissen, weil wir zu dumm sind. Aber kannst du nicht da eine Rubin reinmachen? Du hast das schon. Oh, ich wusste nicht, dass ich das jetzt mal machen muss. Loop. Super. Super. Was schreibt denn der Chat? Ohne Spaß, das... Kommt mein Großneffe hin, sagt der Eike. Ja, das vielleicht kann... ist dein Großneffe aber auch sehr schlau. Ja, das muss die logische Erklärung sein. Ja. Aber Kinder können sowas immer besser. Mhm. Die können immer so gut puzzeln, ne? Oder auch hier so welche, wie heißt das, Memory machen. Manchmal lässt man die natürlich auch gewinnen, ne? Man will ja auch denen nicht direkt sagen, ey, du bist kacke. Ich wollte es dir nicht direkt sagen, aber du bist echt kacke. Ja.
What the hell, ich schnall nix. Mal darüber nachgedacht, dass das untere Teil auch das oben sein könnte. Ja, Jenny, oh. Mach du das bitte, sagt die Casteria. Dass das obere ist? So? Nein. Das könnte aber schon sein, ne? Vor allen Dingen. Die Steuerung ist einfach voll scheiße. Ja, da. Ja, jetzt pull ihn da raus. Das sieht schon mal richtig aus. Das sieht richtig aus. Das ist richtig, sagst du? Ja. Ja, Mann. Skill und Style. So, und dann jetzt nehme ich. So? Nee, das sieht schon scheiße aus. Nee, das ist aber richtig. Oder? Ja, doch. Nee, mach mal weiter, nicht Puzzle beenden. Das sieht nicht richtig aus. Doch, wegen dem Pin da oben. Guck mal da, der kann da reingepult werden. Nee, nimm mal den hier. Kann er nicht. Doch, nimm mal den hier. Trust me, der passt da nicht rein. Nee, passt auch nicht. Ich glaube, wir haben es fast. Wir sind nur falsch rum oder so. Vielleicht geht es schneller, wenn ihr den Hund reinlässt und den das machen lässt. Danke, Eike. Genau, fragt Peanut. Das schaut irgendwie falsch herum aus, sagt der Trickster. Ich mach den noch mal raus. Aber wir haben es fast. Soll ich mal googeln? Nein. Hatten wir das nicht vorhin schon mal so ähnlich? Mhm, ja. Googeln tun wir auch nicht. Ohne Scheiß. Machen wir nicht. Nicht? Nein, wir googeln nicht. Warum nicht? Ich finde googeln scheiße. Das nimmt den ganzen Spielspaß. Jetzt ohne Scheiß, ne? Nimm mal den hier. Der muss da rein. Der muss da rein. Ja. Ja, Mann. Das sieht schon besser aus. Passt aber nicht. Vielleicht müsstest du den da oben noch ein bisschen weiter rüber machen. Konnte der T-1000 googeln? Nein. Das weißt du gar nicht. Natürlich, der konnte bestimmt googeln. Der konnte nicht googeln. Doch, ohne Scheiß, ich schwöre dir, Skynet ist auch eigentlich. Der hat doch ein Telefonbuch benutzt, um Sarah Connor zu finden. Der konnte nicht googlen. Weil der eine schlechte Internetverbindung hatte. Wir googeln auf jeden Fall nicht. Weil der T-1000 hat auch nicht aufgegeben. Oh Mann, sagt die Jenny. Ja, oh Mann. Oh Mann, jetzt helft uns doch mal hier einer. Tut doch nicht so, als ob ihr alle auf Anhieb könnt. Ja, immer nur am Meckern. Das sieht gut aus. Ja. Aber das andere sieht schlecht aus. Nein, das ist, guck mal hier, das passt perfekt. Ich gönn mir jetzt eine kühle Blonde, sagt der Trick so. Ja, super, dann macht er doch. Trinkt doch ein Bier mit dabei. Ihr macht das schon. Da! Weiß gar nicht, was ihr habt. Guck mal, wenn du jetzt so guckst, ne? Ja. So. Und dann, ich muss dir jetzt mal so vorstellen, wie du jetzt gerade im Museum bist und stehst du da und dann so, ja, das sieht aber toll aus. Mir gefällt das. Wenn das Gemälde mir so hinterher guckt, oh, das ist ein nussiges Aroma von dem Gemälde. Das ist bestimmt das schon. Gemälde so ein nussiges Aroma. Ja, hat zum Beispiel jetzt. Ja. So stelle ich mir Museumsbesucher vor. Warst du schon mal im Museum? Du warst doch nie im Museum, nee, oder? Ich stelle mir das so richtig vor. So stelle ich mir Museumsbesucher vor. Das Runde muss ins Eckige. Das ist Fußball, Pirate. Du bist hier verkehrt. Ihr macht das schon. Ja, das habe ich schon gesagt. Nimm was Stärkeres, wenn du dabei bleibst.
Nimm was Stärkeres, wenn du dabei bleibst. Wo bleibe ich bei? Wo bleiben wir bei? Dirk, ich habe gerade nicht aufgepasst. Weißt du warum? Nee. Weil ich mich die ganze Zeit aufs Spiel konzentriere, dass wir mal vorwärts kommen und nicht noch 58 Wochen brauchen. Und jetzt sorry. Ich muss unterhalten werden. Ein Wappenschlüssel. Ja, nehme ich eben nicht. Das ist ein Familienschlüssel. Den Wappenschlüssel haben wir, glaube ich, entweder schon wieder weggeschmissen oder das ist der da. Das ist der Helmschlüssel, das steht da. Der ja. Steht doch da links. Jaha. Jo, so, jetzt aber die Frage, ich weiß nicht, ob das uns jetzt im Spiel weiterbringt, weil ich glaube... Ja, meinst du, sie haben uns das umsonst jetzt hier... Hör doch mal zu. Ich glaube, den kannst du nämlich hier einsetzen und da kriegst du irgendwie nur neue Outfits oder so, das hat der Bert letztes Mal gesagt. Was ist, wenn da auch eine Kanone drin ist? Selbst dann wissen wir nicht, wo wir hin müssen. Aber schau mal, wir können doch auch mal hier lang... Da waren wir gerade. Ja, das habe ich ja schon wieder vergessen. Oder mal hier lang, dann gehen wir einmal hier rum. Und dann hier rein. Oder hier rum. Und dann hier rein. Was ist denn hier für eine Tür? Kann nicht sein, dass wir da nicht reinkommen. Ja, wir gehen jetzt einmal außen rum, würde ich sagen. Was ist denn? Ach, da fuck, da rennt jetzt dieser Creep rum, ne? Wir können die gar nicht speichern. Doch, können wir wohl. Sollen wir das einmal machen? Wir gucken, wie viele Farbbänder wir haben. Wenn wir mehr als ein haben, machen wir das. Oh, Gott sei Dank. So, was können wir denn mal jetzt hier mitnehmen? Jirk. Guck mal, hier haben wir noch Granaten für den Granatwerfer. Wir haben noch Pistolenmuni. Bitte sagt jemanden den beiden mal die Lösung. Welche Lösung? Wir haben es schon, Castelia. Wir haben es schon. Und du brauchst hier nicht deine Armatur hier posten. Wir sind schon keine Armaturen. Wir haben es doch schon. Wir haben's. So, weißt du denn, wann sie das geschrieben hat? Nö, nee, kann sein. Macht Shareplay an, bitte, sagt der Eike. So, bist du jetzt dran? Ja, und wie geht's jetzt weiter? Wo müsst ihr hin? Das wissen wir, Castelia. Wir speichern jetzt einmal, haben wir schon, ne? Ja. Ja, wir speichern jetzt nicht mehr, weil wir haben schon gespeichert. Und dann gehen wir jetzt einmal in diesen Raum da rein, wo wir da... das gerade gesagt haben, dass wir das machen. Ich habe übrigens gestern Abend, als wir hier unsere Online-Sauf-Party gemacht haben, habe ich noch mal in die Zweitkampagne von Resident Evil 2 reingeguckt, in die Claire, in das Claire-Szenario. Das ist schon echt ein geiles Spiel, ne? Auch so von der Grafik her und so. Ja, findest du? Ich weiß nicht. Von der Grafik her ist das richtig heftig. Sollen wir den Eike jetzt spielen lassen, Patrick? Nein! Der Eike kann Resident Evil 8 mitspielen. Du hast auch noch rotes Kraut im Lager, sagt die Kassel. Muss die uns denn alles sagen? Nimm das. Brauchen wir doch jetzt gar nicht. Wir haben doch hier jetzt einmal Heilung, eine große. Achso. So. Und zwei Plätze frei. Gut. Und in der Tasche grünes Kraut. Ne, ich glaube, das grüne Kraut, das wurde schon kombiniert. Bitteschön! Dankeschön. Was ist denn das für eine Waffe? Das ist die Pumpgun. Ja, ja. Kannst du mir bitte einmal den Mezzo geben? Den Mezzo? Den. Sagt man das dazu? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Der Mix, den Mezzo Mix. Die Mezzo. Weiß ich nicht. Kannst du mir bitte einmal das Orangen-Cola-Mischgetränk bitte geben? So. Vorsicht, da kommt er. Wo denn? Er kommt gleich. Wo denn? Von ich höre ihn schon. Von oben? Da, ist das guck, der Schatten? Da siehst du den Schatten. Guck, wie er läuft, ey. Richtiger Ingo. Das war jetzt nicht despektierlich. Ich sag immer die, sagt die Seelanda. Die Mexomix. Mezzo. Mexo. Ich schreib mal mit Z. Mezzo. 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 So. Ich geh jetzt nochmal raus. Prost!
So, wie mache ich denn die Karte auf R2, ne? Alles klar, wir sind schon wieder am Arsch der Welt. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Wir könnten einmal den großen Bogen rummachen, dann nach unten in die große Halle, also in den Speisesaal. Mach durch ich. Die große Halle. Machst du das so? Ich gehe erstmal hier lang. Okay. War da richtig? Ja, sicher. Ja, sicher. Will ich ja wohl meinen. Liebe Plasmatiker, hattet ihr denn eine schöne Woche? Was habt ihr so getrieben? Was habt ihr erlebt? Was hast du denn in der letzten Woche erlebt, lieber Dirk? Ich habe gar nichts erlebt. Wie war die Arbeit? Super. Die war toll. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich war die ganze letzte Woche war ich auf der Suche nach einer PlayStation 5. Mhm. Ne, für meine Frau. Und ich habe aber leider keine bekommen, weil ich mich so auf Amazon versteift habe, die letzte Woche gar nicht gedroppt haben, dafür aber diverse andere Vertreiber, so wie GameStop oder so. Mhm. Ja, und deswegen habe ich keine bekommen und deswegen war ich ein bisschen traurig. Aber gibt es denn... Immer, da? Ja. Ja, gibt es denn jetzt aktuell gerade ein Spiel, was deine Frau unbedingt auf der PS5 spielen will, dass du dich da so reinhängst? Ja, mit mir Call of Duty. Achso, ja, okay. Oder Rocket League. Ja, aber das kann man ja auch nur auf der 4 spielen. Ja, das stimmt. Nein und nein, sagt sie. Ach nee, die Jasmin zockt ja gar kein Rocket League, ne? Nee, nee. So, ich gehe jetzt einmal ganz geschmeidig. Der TJ Hitman hat gesoffen mit den guten alten Among Us-Playern. Ja, nice. Ist wirklich meine Lieblingsszene. Nochmal zurück. Warte mal, wichtig mal nicht. Die blinzelt gar nicht, ne? Nee. Komm, pass auf, ich geh nochmal rein und wir versuchen jetzt länger zu nicht zu blinzeln wie Jin, okay? Ja, wenn sie nie blinzelt, ich glaube, die wird ganz schön schwer. Pass auf, bist du bereit? Okay, ja. Auf die Plätze. Wenn sie drin ist, ne? Oh, schon wieder gewonnen. Chill, Mann. Bist du dabei? Ja. Du bist aber dabei, du schaffst ich es. Ich bin noch dabei. Du schaffst es. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Mann. Ich glaube, es gibt keine Blinzel-Animation. Es gibt keine Blinzel-Animation. Komm schon. Hast du schon Tränenaugen? Meine Augen fühlen sich schon ganz gruselig an. Sie schämen mich, dass sie gewinnen. Meine Augen knuspern. Ey, keine Chance gegen sie. Sie blinzeln einfach niemals. Wahnsinn. Ich kenne noch eine Person, die da noch krasser ist. Das ist einmal deine Oma. Stimmt, die blinzelt auch nicht. Das stimmt. Und Sherlock Holmes in der Wortszene ist so geil, ey. Ja, das stimmt. Ey, übrigens Filmempfehlung, wenn ihr noch nie die beiden Sherlock Holmes Teile mit Robert Downey Jr. geguckt habt, guckt die auf jeden Fall, die sind mega geil. Ja, stimmt allerdings. Das sind zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, wie oft ich die schon geguckt habe. Die Musik ist auch so geil. Ja, das stimmt. So. Übrigens vom selben Regisseur, glaube ich, wie Gentleman, ne? Deswegen irritiert mich das, dass du nicht einmal da reingeguckt hast. Für alle Leute, bitte guckt euch Gentleman an. Wappenschlüssel verwendet. Gott. Oh Mann, ich hoffe, das ist nicht nur Scheiße. Guckt dir The Gentleman an. Sehr guter Film. Bin Fan von Robert Downey Jr. Ja, nice. Ist auch ein cooler Dude. Was gibt's hier? In dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Müssen wir vielleicht das Licht anschauen? Boah, wenn wir jetzt das Feuerzeug holen müssen, dann flippe ich aus. Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Da liegt doch was. Ja, als ob die das nicht sieht, Mann.
traurig ist. Ja, sollen wir nicht mal vielleicht herausfinden, was man da machen muss? Was ist denn, was hältst du denn von Iron Man, Lilandra? Was ist mit deiner Stimme los? Was ist mit meiner Stimme los? Hast du einen Frosch im Hals? Ich hab keine Frosch im Hals. Was hältst du denn von Iron Man? Iron Man finde ich super. Yo. Oder toll? Ja. Wirklich. Genau die richtige Besetzung. Oh. Wer ist denn hier los? Wer ist denn? Da waren wir schon mal, da haben wir ein Rätsel gelöst. Achso. Das Rabenrätsel. Aber kommen wir denn da überhaupt rein? Patrick, Mann, wir kommen gar nicht dahin. Hier ist doch abgeschlossen, oder? Nee, da ist jetzt frei, aber da kommen wir auch nur in den Innenhof. Ich weiß nicht, was wir da sollen. Deswegen hören wir auch das Grillenzirpen. Aber die Raben fliegen gleich los, ne? Die Raben fliegen nicht los. Doch. Mach dir nicht in die Hose. Sie haben den Dietrich verwendet. Welchen Dietrich denn? Keine Ahnung. So. Ey, geil! Da ist der Max. Hallo Max, schön, dass du da bist. Wie geht's euch beiden und dem Chat so? Wie geht es dir, Dirk? Geht. Wenn's gleich in 35 Minuten vorbei ist, geht's mir besser. Dann kann der Tag erst richtig loslegen. Patrick, was hier ist schon wieder alles verkehrt, was wir hier machen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wo der Eike ist. Eike, was, wo müssen wir hin? Was für eine Frage. Iron Man ist wirklich nice, aber bin im Marvel-Universum Fan von wem anderen? Oh, warte, ich will's raten. Sinandra? Warte. Oh. Pass auf, ich sage, ich mache mal kurz auf Pause. So wie ich Frauen einschätze, ne? Niti, guck nicht hin. Mhm. So wie ich Frauen einschätze, ich hätte eigentlich Thor gesagt, ne? Mhm. Aber ich glaube, sie steht auf Star-Lord. Ich sag Star-Lord. Ich sag, sie nimmt den Underdog. Ich sag, sie steht auf Hawkeye. Also, ich stehe auf Black Widow. Ich stehe auf den Hulk. Ja, klar. Nein, nein, alle falsch. Groot, sagt der Pirate. Ihr Lappen seid immer noch nicht weiter. Ja, weil du uns auch nicht hilfst, Ballerkopf. So, Silandra, auf wen stehst du denn? Wen findest du toll im Marvel Cinematic Universe? Obwohl, wir hätten vorher fragen müssen, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Oder ein Wesen. Wer könnte es noch sein? Pizza. Pizza ist da. Ich war nicht da. Loki, ja, natürlich. Boah, aber der ist auch echt sexy. Ne? Ja. Wie heißt der, Tom Hiddleston? Ja, genau. Der ist aber auch, Scheiße, meine darauf, Güte. Ey. Darauf hätte man kommen müssen. Ey. Ja. Aber auf Loki, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Edel, sagt der Pirate. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ich schau mal im Crash nach, ob wir hier noch... Da kommen wir nicht weiter. Der Bolle. So, Jungs, geiler Stream. Bin jetzt im Lurk, muss noch ein paar Sachen vorbereiten. Viel Spaß noch und den Chat einen schönen Abend. Ja, lieber Bolle, bis später. Wir sind nachher auch im Lurk. Wir gucken zwar wahrscheinlich heute Abend Kitchen Impossible, aber wir lassen den Stream auf jeden Fall laufen. Wir machen quasi simultan Entertainment. Wie kommen wir in die Residenz rein? Wir sind in der Residenz. Ja, aber wie kommen wir da rein? Welche Residenz ist denn das? Ist das die im Garten? Kann sein, ist Erdgeschoss, steht da. Ins Erdgeschoss. Hier ist Villa. Dann hier und dann da will ich hin. Mal schauen mal, was da noch alles gibt. Was gibt's denn da? Ja, hier, da eine Tür. Ja, eine Tür, aber wir waren schon in beiden Räumen und haben auch überall alles erledigt. Traummann schlechthin. Ein Mann würde es sich... Warte, jetzt geht's los, jetzt will ich lesen. Hier, nimm hier, da. So, Pizza schmecken. Ich lass mir jetzt eine Pizza schmecken. Lecker, schmack auf was. Guten Loki. Appetit! So, raus. Sowohl Pizza als auch Loki. Ja, stimmt, Angry Spirit, ja. Beides lecker, schmack auf was. Für den Mann würde ich alle anderen von der Bettkante schubsen. Traummann schlechthin. Obwohl ich allerdings bei Loki sagen muss... Diese langen Haare. Mhm. Ich meine, der Charakter ist ja toll. Ja, Loki hat wirklich einen tollen Charakter. Ja. Loki ist der hat wirklich im ganzen Marvel Cinematic Universe den tollsten Charakter. Da hast du dir den besten rausgepickt. Ja.
Lügen und Betrügen. Naja, auf jeden Fall toll. Aber die, aber die langen Haare. Thor zum Beispiel sieht toll aus mit seinen langen Haaren. Der hat so schönes Haar. Aber sogar auch mit kurzen Haaren sieht der toll aus. Aber die hat er ja nicht. Also. Ey, war die hier unten waren wir schon voll lange nicht mehr, ne? Fällt mal gerade so auf. Es, Eike, wo müssen die jetzt hin? Etzilandra, keine Ahnung, ich stehe nicht so auf Männer, sagt der Ingress Pirate. Ich finde allerdings, man ist ja seiner Heterosexualität sehr bewusst. Ja. Und ich finde, dass man, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch ruhig sagen, wenn jemand hübsch ist. Ja, das finde ich auch. Du bist zum Beispiel pottenhässlich. muss zurück in den Raum wieder, sagt der Eike. Aber in welchem Raum waren wir denn gerade? In den, wo wir gerade waren mit dem Familienschlüssel, oder was? Wahrscheinlich. Ich finde, das hat hier mit dem Support echt nachgelassen. Ja. Was ja. Hier... Aber was gab's denn da in dem Raum? In dem Wappenraum? Schlüssel? Abwesenheit von Licht. Abwesenheit von Licht. Nimm das Feuerzeug mit vielleicht, aber ich weiß es nicht. Eike sagte davon nichts, aber... Aber Tom Hiddleston sieht wohl mit langen Haaren, also mit kurzen Haaren, einfach sexy aus. Ich habe vor kurzem hab ich einen Film mit dem geguckt. Kong. Und da... Kong, ja! Genau! Ja. Ich, ey, boah, weißt du was? Stalkst du mich? Vielleicht. Jetzt ohne Scheiß. Kong Skull Island übrigens. Der ist gar nicht so schlecht. Nee, der ist wirklich toll. Und da spielt auch hier Captain Marvel mit. Brie Larson. Ja, Brie Larson ist auch toll. Ach, ich habe gehört, die soll richtig doof sein. Ja, aber die ist toll. Also doof im Sinne von richtig ekelhaften Charakteren. Ja. Das ist zum Beispiel, ich will euch jetzt keine Illusion oder so rauben. Wenn ihr King of Queens Fans seid und euch sowas abnervt, dann hört mal die nächsten 10 Sekunden weg, bitte. Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass Kevin James voll das Arschloch sein soll. Ja. Also ein richtig arroganter Typ. Aber das ist natürlich... Das stört mich dann. Du hast aber dann Vorurteile. Du hörst dann nur auf die anderen. Das ist ja nicht richtig. Zum Beispiel meine Frau mag Bruce Willis nicht. Was ich absolut nicht verstehen Dirk, kann. Das kann keiner verstehen. Sie sagt immer, ja, er hat einen scheiß Charakter, den er spielt und stirbt langsam. So, es gibt aber auch noch andere Filme, wie Looper oder Red. Aber du Will Smith? Oder stirbt langsam 2, 3, 4 und 5. So, da, nur weil er im ersten Teil vielleicht so... Wow! Ne? Patrick, was denn? Komm, Zwiebel ihn, sauber. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Was soll das? Das Schlimme ist, ich leide ja darunter, weil ich mit ihr keine Bruce Willis-Filme gucken kann. Fünftes Element, ein Meilenstein der Filmgeschichte. Auch nicht. Ey, ja, aber doch, da muss ich hier recht geben, auf jeden Kai Fall. Kai Pflaume ist auch mega arrogant, sagt Kisteria. Ja, sie hat ihn mal kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Sie hat ich glaube, damit bricht sie gerade der Jenny das Herz. Jenny ist ein großer Kai Pflaume-Fan. Ja, aber wenn er ein Arsch ist, ist er ein Arsch. Ich glaube, er hat sie oder ein ihrer Mitarbeiter hat sie, glaube ich, doof angemacht oder in der Kantine irgendwie so. Ich krieg's nicht mehr ganz hin. Auf jeden Fall war sie, ist sie sich. So. Der ist eine sie Pflaume. Sie saugt sich das nicht aus den. Aus den Fingern. Die Schauspielerin von Black Widow, Scarlett Johansson, ist auch sexy, aber Hashtag no homo, schreibt die Silandra. Scarlett ist ist schon eine Schnitte. Scarlett, in Ghost in the Shell war die sehr sexy. Als ja. Major. Wen ich auch sehr toll finde, ist, ich rede extra toll, weil ich weiß nicht, ob meine Frau zuguckt. Wie heißt sie? Von Underworld. Boah, Kate Beckinsale. Ja, Alter, toll. Das ist so wie Jennifer Aniston. Mhm. Richtig toll. Also ich glaube, die können mich auch danach fressen. Würde es mir wert. Vielleicht macht sie das, vielleicht gelangt sie so zu ihrer ewigen Jugend. Ja, genau. Erst bumsen, dann fressen. Sage nichts mehr, sagt der Eike. Ja, Eike, wir haben es doch verstanden, wir müssen in den Raum, aber welchen Raum denn? Gehen wir jetzt gerade dahin? Ja. No homo, sagt der Analbert. Ja. Warum seid ihr denn alle so homophob hier unterwegs? Ich weiß auch nicht.
Patrick, weißt du, was das Ding ist? Wir haben jetzt die ganze Zeit nichts gebacken gekriegt. Wir können einfach gleich nicht speichern. So, Eike, was müssen wir jetzt hier machen? Du bleibst jetzt da stehen, bis der Eike was schreibt. Mhm. Und so lange machen wir das. Ja. Moment. Also, manchmal finde ich ja, ist ja ein japanisches Spiel, ne? Ja. Und das ist sowas typisch japanisches. Dicke Möpse. Ja, oder das überhaupt, das so, ne? Mhm. Aber manchmal finde ich das gar nicht so schlecht. Ja, ist klar. Obwohl, wenn du hier dieses eine Volleyballspiel da, ich weiß nicht, wie das heißt. Dead or Alive. Ja, genau, ja. Ja, auch, ja. Mörderhupen haben die. Eike, bitte hilf uns. In dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Und wehe, du sagst jetzt, ihr hättet das Feuerzeug mitnehmen müssen. Das wäre aber nicht schlimm, wir können das eben holen. Ja, okay, ist ein One-Way-Ticket hier, die Tür. Müssen wir halt nochmal den Weg außen rum. Eike, bitte! Komm! Er schreibt einfach nichts. Was mit dem Bert? Der Raum ist umsonst, oder nicht? Ist der Raum umsonst? Was heißt umsonst? Ist eigentlich, gibt es einen Raum, der umsonst ist? Weil jeder Raum kostet doch Geld. Umsonst ist, glaube ich, ein Synonym für kostenlos. Aber der Raum war ja nicht kostenlos. Wahrscheinlich nicht. Der hat ja bestimmt was gekostet. Das ist doch Bonusraum. Ja, aber wo müssen wir denn jetzt hin, Mann? Bitte. Komm. Ohne Scheiß, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Für mich war der... Also ja, woanders geworden, Mann! Bei Analbert ist so... Ich glaube, der wüsste es theoretisch, aber dass bei ihm ja alles nicht ernst gemeint ist und so, wissen wir ja. Aber im Eike ist das so, ich habe immer, was Resident Evil angeht, mega die großen Stücke auf ihn gehalten. Und jetzt lässt er uns hier so hängen. Ja, mach doch mal die Karte an. Patrick, was haben wir denn gemacht? Ich habe mich übrigens mit dem, was ist da eigentlich für ein Knopf, egal. Ich habe mich übrigens mit dem Analbert unterhalten und der sagte, wir hätten, und jetzt halte ich fest, circa ein bisschen über die Hälfte von diesem Spiel fertig. Was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann. Mir macht es nichts aus, weil ich mag dieses Spiel, aber ich frage mich, wo wir da noch hinkommen. Habt ihr das mit dem Wasserfall und der Kurbel schon gemacht? Kurbel? Was für ein Wasserfall? Nee, anscheinend nicht. Ich sag jetzt mal ja oder nein, weil wir haben noch die Kurbel. Wir haben ja die Kurbel im Lager, ja? Ja, holen wir doch mal die Kurbel. Aber wo ist denn da bitte ein Wasserfall? Wahrscheinlich nicht in der Villa, oder? Nee, wahrscheinlich nicht in der Villa. In der Villa ist bestimmt kein Wasserfall. Was ist denn mal mit Umschalten, dass die Leute auch wieder hier was vom Spiel sehen? Boah, wenn es sein muss. Ich werde ein bisschen, das irritiert mich ein bisschen, wenn ich die ganze Zeit meinen Bollerkopf da sehe. Du guckst ja sonst auch immer den ganzen Tag Fotos von dir an, weil du dich so geil findest. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Silandra, bist du noch da? Wenn ja, was ist denn dein absoluter Lieblings-Marvel-Film? Das könntest du mir einmal beantworten, weil ich habe nämlich einen. Ich auch. Ja? Welcher ist deiner? Ja, ich will ja erst warten, bis die Silandra was schreibt. Ich verkenne ja meinen. Ja, du, aber ich nicht. Ja, nun warte doch mal eben, vielleicht schreibt sie ja gerade. Ich habe nämlich mal alle Teile geguckt. Alles mit Loki dann wahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Da ist eine Winde. Guck mal, Analbert. Können wir diese Winde benutzen, um den Wasserfall aufzuhalten? Nein, der Analbert hat Kurbel gesagt. Ähm,
Ja, was wollte ich sagen? Welcher ist denn deiner? Ich will warten, bis die Silandra was schreibt. Wenn sie das aber vielleicht kommt. Ist die Silandra gerade im Lurk und wenn wir jetzt lange warten müssen, ist das peinlich für uns. Nee, puh, Lieblingsfilmteil. Sie ist doch da. Achso. Silandra lurkt nicht. Ja, Windel passt, glaube ich. Danke, Annalbert. Oh, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo wir lang müssen, ey. Was ist denn mal hier? Da! Da waren wir doch ganz am Anfang, Dirk. Ach so. Ist da vielleicht der Wasserfall? Nee, der Wasserfall ist, glaube ich, warte. Irgendwo hier am Innenhof. Mhm, ja, das stimmt. War mit dem Handy in der Wanne. Ja. Du darfst die beiden jetzt nicht alleine lassen, Ed Annalbert. Nee. Wer hat das gesagt? Styria. Ja, im Innenhof, sagt Annalbert. Los, jetzt in den Innenhof, komm. Ist das nicht gefährlich mit dem Handy in der Badewanne? Warum? Wegen Stromschläge? Nein. Nee. Ja, Handy, manche sind ja auch wasserdicht. Ich nehme Handy auch mal mit in die Badewanne. Ja, aber ich habe... Übrigens, ich habe jetzt eine ganz tolle neue wasserdichte Smartwatch. Lass mich doch auch mal angeben, wenn ich was Tolles hab, ey. Ne Smartwatch ist was Tolles? Was ist denn daran nicht toll? Was hast du... Also jetzt mal ohne Scheiß, was kostet so ein Ding? Keine Ahnung, ich hab's dir geschenkt gekriegt. Das ist voll geil, so eine Uhr. Ja, aber ich sag jetzt, ich weiß jetzt nicht, was für eine Smartwatch ist, aber wenn du jetzt eine von Samsung oder Apple holst, ne? Ja. Was soll die Scheiße? Was willst du damit? Das ist gleichzusetzen wie mit einer Bauchtasche für Männer. Auch scheiße. Hä? Das ist ab. Du setzt gerade. Übrigens, ich habe eine Bauchtasche. Ah, habe ich mir gedacht sogar. Wenn eine Smartwatch hat, hat auch eine Bauchtasche. Es ist so. Was, wofür ist diese Smartwatch da? Du guckst drauf, guckst, wie spät ist das? Dafür hast du auch ein Handy. Oder pass du hast auf, Nachrichten. Ich sag, dir, wofür die toll ist. Schreib mir mal eine WhatsApp. Schreib mir jetzt eine WhatsApp. Ja, dann gehst du mein Handy und dann. Ja, hol dein fucking Handy. Schreib mir jetzt eine WhatsApp. Schreib du mir doch eine mit deiner scheiß Smartwatch. Schreib mir jetzt eine WhatsApp. Ich hab keinen Bock drauf. Mach jetzt. Mein Handy liegt doch da hinten, da muss ich mich doch abstellen. Hol das jetzt. Kann jemand dem Patrick eine WhatsApp schreiben, bitte? Ja, schreib mal jemand dem Patrick eine WhatsApp. Captain Marvel. Captain Marvel? Gefolgt von Guardians of the Galaxy. Captain Marvel. Das ist. Der absolut beschissenste Film von Marvel. Obwohl, nee, Brie Larson spielt da mit, ne? Mit langen Haaren sah die noch gut aus. Mit kurzen Haaren gefiel die mir nicht. So, ich habe jetzt nämlich eine WhatsApp gekriegt und jetzt pass mal auf. Ja, jetzt zeig mal. Aber mach's bitte auch so elegant. So. Weil ich es gut fand, dass eine Frau so overpowered ist. Ja, gut, ja, das stimmt, ja. Soll ich Silandra einen Timeout verpassen, fragt der andere Pferd. Ich kann auch gehen, sagt sie. Nein, Annalbert, zügel dich. Zügel dich. Es ist gut, wenn eine Frau so overpowered ist, wie zum Beispiel auch Black Widow. Abby. Ja, Black Widow. Mhm. Aber ich finde, Captain Marvel hat keine Fallhöhe. Die war schon von Anfang an so krass. Mhm. Und das gefiel mir an dem Film nicht. So wie Rey aus Star Wars. Zum Beispiel, ja. Ist genau dasselbe. Geschmäcker sind verschieden. Ja, klar, das stimmt. Was ist denn jetzt dein absoluter Lieblings-Marvel-Film? Mein Lieblings-Marvel-Film ist Infinity War. Jetzt überlegst, habe ich den schon gesehen oder nicht? Nee, ja, das ist der erste. Ne? Echt, den ersten von den beiden? Ja. Okay. Warum? Weil die alle abnippeln. 80% der Männer im Marvel-Universum sind unsterblich. Stimmt. Und die Weiber, für die... Ja gut, stimmt, ja. Wieso unsterblich? Und meinst du vielleicht ultra stark? Unsterblich? Natürlich sagen. Meinst du vielleicht ultra krass so? Obwohl, Thor ist ja auch, nee, Thor stirbt ja auch irgendwann. Aber die werden halt eben sehr alt, ne? Odin ist, glaube ich, auch 5000 Jahre alt, ne? Weiß das nicht, keine Ahnung. Weißt du, wie Thor mit Nachnamen heißt? Thor Ragnarök. Nee. Aber so ist doch der Film, ich hab gedacht, das wäre sein Nachname. Nee. Hat er dann den Frau, den, nee.
Weiß ich nicht. Odinson. Odinson. Also das habe ich schon mal gehört, aber das ich jetzt. Die möchte auch vielleicht auch wissen, Odinson, welcher mein Lieblingsfilm ist. Nee, was ist denn jetzt mit deiner Smartwatch? Ja, warte. Okay, Nachricht ist noch nicht angekommen. Oh, super, die funktioniert ja richtig gut. Dirk ist dumm. Ja. Ja, geiles Teil. Ja, super. Ja, gut, das ist aber auch nur die für 120 Euro. Das ist ja voll kacke. Nee, die war aber auch vorhin einmal aus, weil ich die laden musste. Ja, und jetzt, warum geht sie nicht? Weiß ich nicht. Ich spiele doch mal lieber weiter. Du musst das jetzt nicht demonstrieren hier. Aber ich wollte doch angeben. Warum darf ich nie angeben? Und Loki Leufeson. Leufeson? Wird das so ausgesprochen? Leufeson? Weiß ich nicht. Guardians of the Galaxy, aber finde ich gut. Darf ich einmal sagen, welcher mein Lieblingsfilm ist? Nee, das ist... Wollt ihr hören, was Patricks Lieblingsfilm ist? Oder wollen wir es einfach dabei überlassen? Weil aufgrund der Smartwatch hat er eigentlich schon ein Timeout verdient. Ja, Kisteria sagt ja, was ist dein Lieblingsfilm? Achso, ja. Ihr müsst jetzt... Ja, pass auf, Leute, es geht gleich los. Patrick tippt noch. So, Freunde, jetzt hier Abstimmung. Und die läuft jetzt eine Minute ab jetzt. So, und los geht's. Abstimmen. Wollt ihr wissen, was Patricks Lieblingsfilm ist? Ja oder nein? Eine Minute Zeit. Eine Minute Zeit für euch. Tut das Richtige, sagt einfach nein, weil sonst hält er einen langen Monolog darüber, was sein Lieblingsfilm ist. Wahrscheinlich ist es irgendwie, weiß ich nicht, welcher ist noch scheiße? Nein, war sicher Analbert, ja stimmt. So, wir haben jetzt hier irgendwas gemacht mit Wasser und ich habe keine Ahnung, der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Super, dann geh doch mal runter, da wo der Wasserfall war. So, wir gucken jetzt gleich mal die Abstimmung an. Da bin ich aber mal gespannt. Was ist denn der Wasserfall? Wo war der denn? But after all. Nein, war sicher Analbert, ja. Wenn wir jetzt eine Abstimmung machen würden, soll Dirk sich nackig hier hinsetzen, wäre wahrscheinlich die einzige Ja-Antwort vom Analbert. Nee, das von mir wird es auch ein Ja kriegen. Ja, aber du kannst ja nicht abstimmen. Warum? Nein, du darfst nicht. So, Ergebnisse. Wollen wir mal gucken hier? Ja. Gut, gucken wir einmal. 75% ja, 25% nein. Ja, jetzt will ich es auch nicht mehr sagen. Also, sag bitte deinen. Es ist Ant-Man. Ant-Man? Ja. Eins oder zwei? Der erste Ant-Man. Ja. Okay. Finde ich richtig geil, weil erstens Paul Rudd ist der Shit. Ja. Und der steht auch irgendwie so für sich. Ich habe 0,0 gar nichts von dem Film erwartet. Und war einfach ultra positiv überrascht. Ja, aber das, ich finde es schade, ey, dass... Was denn? Nix, ich wollte nochmal deine Hand halten. Achso, gut. Ich werde verurteilt für Captain Marvel. Ja, Silandra. Das Ding ist, das ultra generischer Bösewicht. Typisch, ja, mein Gott, hatte Iron Man 1 auch. Jetzt heul nicht rum. Aber der Kampf am Ende auf dieser Spielzeugeisenbahn, der war richtig gut. Der witzig. War richtig gut, ja. Aber seine Motivation von dem Bösewicht ist halt eben ultra scheiße. Die Motivation ist immer scheiße, außer bei Thanos. Nee. Und bei Guardians of the Galaxy 2 von Ego. Kenn ich nicht. Was? Also kenne ich, aber ich mochte den zweiten nicht so. Hey! What's the matter with your head? Ist das Spiegelbild gerade mit runtergegangen? Weiß ich nicht. Ist das so? Weiß ich nicht. Super. Ist da irgendwo noch eine Kurbel? Da kamen noch die Schlangen beim letzten Mal, oder? Die sind aber jetzt wieder auf die Bäume geklettert, damit die jetzt auf ihren dramatischen Auftritt warten können. Genau. Aber waren wir hier nicht schon? Hier waren wir schon mal, ja. Wir müssen... Da, guck mal, da kommen sie wieder. Es gibt eine richtig witzige Rick and Morty-Folge, wo es einen Planeten gibt, wo nur Schlangen leben. Und die Schlangen leben aber genauso wie die Menschen. Es gibt auch Nazi-Schlangen. Ja. Die
Die Schlangen machen auch Musik, die machen Schlangenjazz. Und die Folge ist richtig geil. Ja? Ja. Ich mag Rick und Morty nicht. Selber schuld. Danke. Da ist doch der Wasserfall, guck mal. Ja, wieder an. Aber den... Wow! Da flitzt er aber. Kannst du ihn vielleicht so... Nee, du musst auch mal L2 drücken. Ich drücke alles, was ich drücken kann. Du hast nur L1 und... Ich drücke alles. No way. Warum spiele ich eigentlich schon wieder, Dirk? Wir haben aber nichts gemacht, wir müssen nur rausgehen. Wann haben wir letztes Mal gespeichert? Schon eine Ecke her, ne? Das ist jetzt blöd. Hier, du bist dran. Ich kann mich schon wieder nicht konzentrieren, weil die Jenny schon wieder kocht und das riecht hier so lecker, oder? Hier, jetzt heul nicht rum. Wir haben nichts gemacht die letzten 50 Minuten. Ja, schlimm genug. Wir haben uns hier über Marvel unterhalten. Das war's. Bam, 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 bam. Ist nicht schlimm, hab nichts anderes erwartet, sagt deine Arbeit. Das stimmt. Wir müssen uns jetzt mal einmal entscheiden. Wir können jetzt noch ein bisschen hier... Analbert, deine Aussagen sind manchmal ganz schön banal, Bert. Pass auf, wir machen jetzt hier nichts mehr. Weil das, wie? Das bringt da nichts, es ist da noch 10 Minuten. Wir können jetzt mal kurz... Oh, wo sind wir denn hier? Waren wir schon in dem Raum? Ist das jetzt dein Ernst? Waren wir da schon? Warum ist hier in Rot? Wir gehen jetzt nochmal raus. Wir haben sowieso nichts gemacht in der Zwischenzeit, glaube ich. Mhm. Außer vielleicht den... Familienschlüssel geholt. Ja. Und das Rätsel mit der Schatulle gelöst. Und ja. Ja, pass auf, wir machen das jetzt so. Wir schalten mal um hier. Wir werden uns jetzt noch. Wir werden uns informieren. Warum kriege ich eigentlich keine Nachrichten? Weil die Smartwatch scheiße ist. Nein, die ist eigentlich richtig geil. Ich wundere mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen. Aber was kann denn so eine Smartwatch noch? Nichts. Die kann, du kannst doch niemals richtige Antworten senden. Du kannst doch alles klar, okay, super. Genau das wollte ich dir nämlich schicken. Das kannst du nämlich wohl machen. Ach. Doch. Schaltet lieber auf Just Chatting um, sagt der Anhalt. Ja. Hey, pass auf, weißt du, was wir machen? Weißt du, was ich mache? Ich werde mich für nächste Woche vorbereiten. Und zwar werde ich dann mich mit dem Analbert auseinandersetzen und mit dem Eike. Mit Leuten, die das Spiel anscheinend können. Mhm. Und... dann werde ich fragen, was wir denn als nächstes machen müssten. Vielleicht mal so einen kleinen Hinweis. Oder einfach eine Komplettlösung lesen. Oder so. Dass wir auch mal vorwärts kommen. Mhm. Weil es nützt ja nichts. Und dann werde ich auch, ich habe auch noch eine Idee, dass ich nächste Woche dann einfach anfangen werde. Ja. Dass wir erst ein bisschen was schaffen. Mhm. Und du, wenn du dann abkacken solltest, ja gut, fallen wir halt eben zurück, so wie gerade. Mhm. Dirk, bevor du dir jetzt hier einen Zahn locker quasselst, ne, nimm doch einfach mal das Gamepad und lauf nochmal dahin, wo wir gerade waren. Mach doch einfach mal weiter. Ich hab doch keinen Bock, ey. Dann sag doch mal, wo es war. Links. Nein, es war ein Scherz. Ich weiß nicht, erstmal weg da. Ja. Du bist immer nur am Meckern und am Herauszögern. Patrick, das ist jetzt hier noch 7 Minuten Spielspaß, ja, die wir jetzt noch haben. Ja. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Wo muss ich denn hier lang? Hysteria, was für Umschalten. Wir sind schon wieder längst, wir sind schon wieder weiter. Pass auf. Hysteria ist auch nur noch am Meckern. Ist immer so. Sagst du mir mal bitte, wo ich hier lang muss? Mach doch mal die Karte auf. So. Also, wir müssen jetzt erstmal... Gehen wir jetzt nochmal hier rein, weil dann nehmen wir die Kurbel mit. Das also heißt, ich bin jetzt gerade völlig umsonst hingelaufen. Ja. Pass auf. Es bringt doch jetzt nichts, wenn wir 7 Minuten lang spielen oder 5 Minuten lang und dann, um dann nochmal das letzte Farbband auch nochmal wegzuknallen, damit wir ja nächste Woche nichts haben, womit wir irgendwie weiterkommen.
Dirk, ich sehe das so. Ich bin. Schick mir doch einer mal eine WhatsApp, damit ich meine Smartwatch präsentieren kann. Nee, daran liegt's nicht. Irgendwie sind die beiden Geräte gerade nicht verbunden. Ja, ich nehme die Windel jetzt nochmal mit. Die Windel? Die Windel. Finde ich gut. Die können wir gebrauchen. Ich merke, wie du verzweifelt versuchst, dieses Produkt zu verkaufen. Ja, an die Plasmatiker. So, jetzt konzentriere dich bitte. Ihr habt erst 18.10 Uhr angefangen, also ihr habt noch 15 Minuten. Ja, du musst das aber auch so sehen, dass ich... Wo muss ich dann? Ich mache nochmal die Karte auf. Du musst das aber auch da so sehen, dass ich auch gerne zu Hause bin. Zu Hause bin, ne? Hier rein? Ja. So, bis 20 Uhr ist angesetzt und ich bin halt eben ein Gewohnheitstier. Ich mag das nicht gerne, abends so lange unterwegs das, zu sein. Was ist das für eine blöde Ausrede? Sag doch einfach, du hast keinen Bock länger als 20 Uhr. Warum sagen, ja, ich bin Gewohnheitstier und nein, ich habe einfach nur Bock bis 20 Uhr, Punkt. Ja. Ja. Weil ich ein Gewohnheitstier bin. Ich habe eine strikte Linie. Bis 20 Uhr und dann... Nein, du hast einfach nur keinen Bock, was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber dann sag doch nicht irgendwas mit Gewohnheitstier. Doch. Ich gehe nämlich. Wenn du jetzt den Spaß deines Lebens hier hättest, würdest du gar nicht auf das Wort Gewohnheitstier kommen. Doch. Nee. Auf dem Sonntag und in der Woche schon. Weil ich mag das nicht, abends so lange wegzubleiben, das weißt du. Ja, dann streamen wir in Zukunft samstags. Das ist doch eine super Idee. Ja. Samstags finde ich super. Nächste Woche Samstag geht's weiter mit dem Scheiß hier, worauf ich keinen Bock habe. So, wo muss ich denn hier hin? Einmal ganz aus. Ach komm, ey, Leute, was ist das denn, ey? Diese Tür oder diese? Die. Die schöne. Und wann schafft ihr es, warum schafft ihr es nicht pünktlich anzufangen? Boah, die Tür nervt echt, oder? Technische Probleme. Wir hatten heute tatsächlich technische Probleme. Ich musste mich nochmal neu mit dem Stream verbinden. Twitch hat gesagt... Nein. Du nicht. Wir sind hier gleich noch Monsters. Soll ich Kesteria timeouten? Die Monster. Oh, das wäre... Soll Analbert Kesteria timeouten, fragt er. Wollen wir ja für eine Abstimmung machen? Wir machen dafür eine Abstimmung, okay? Wir wollen das hier auch vernünftig machen. Kannst du mir mal kurz sagen, wo es hier noch weitergeht, Patrick? Ist das da oben der Innenhof? Ja. Ich bin gespannt. Du kannst Mods nicht timeouten, habe ich gerade schon versucht. So, hier lang, ne? Oder hier unten lang. Da führt ein Weg lang? Ja. Nee. Waren wir aber schon. Ist aber auch alles so verpixelte Klumpscheiße, ne? Ja. Da siehst du auch gar nichts, ey. Hier waren wir aber schon. Ja, moin, aber da müssen wir wenigstens auch mal, wo es lang ist. Da müssen wir gleich lang. Wir müssen die Kurve drehen und dann da lang. Ja? Ja. Das wird die Monster-Party. Yo, yo, ho. Passt. So, aber ich habe, Patrick, wir Was? Können das jetzt gleich nicht abspeichern dafür. Warum? Das geht nicht. Weil wir jetzt 7 Minuten gespielt haben. Wir haben noch ein Mach Fahrband. Doch erstmal. Vielleicht erfahren wir ja gleich den großen Farbbandsegen. So, wo laufe ich denn hier, sag mal? Patrick? Hm? Nee, du musst hoch. Nicht da. Da ist ja nix. So, da.
Treppchen hoch. Das ist Kacke. Was denn? Ja, das waren keine Mods wahrscheinlich. Ja, nee, das gefällt mir auch nicht. So, ich finde, und die Mods runter? Im Chat da. Müssen sich selbst kannibalisieren. Das wäre toll. So. Abstimmung beendet. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Wow, es hat keiner teilgenommen. Wow, ihr seid ja echt richtige Gag-Kanonen, ey. Ey, ich hab mal eine Folge von wieder zurück, ja. Ja, von Yu-Gi-Oh! Also nee, das war keine Folge, das war damals im Manga. Das war, glaube ich, das Intro von dem. Und da ging es halt nicht nur um die Karten, sondern der Yugi, der hat generell immer Spiele, auch so andere Spiele mit anderen gemacht, damit der quasi deren Seelen ins Reich der Schatten holen kann. Eigentlich war Yugi da sogar ein bisschen böse und nicht so super gut wie im Anime. Und da hat er gegen ein Würfelspiel gemacht. Wer mit einem Würfel die höhere Zahl würfelt, hat gewonnen. So, und der eine würfelt eine 6 und sagt, haha, ich habe gewonnen. Und rat mal, was Yugi dann macht. Er hat 2 Würfel genommen. So ähnlich. 18 Würfel. So ähnlich. Ja, dann weiß ich nicht. Also, der hat... Sind wir da richtig? Guck mal auf die Karte. Ja. Nee. Oder? Der hat gewürfelt. Also der Würfel war im Becher. Hat den Würfel, also den Becher umgedreht, hat den hochgemacht. Und da war der Würfel, wie auch immer, in der Mitte durchgebrochen. Und dann lag die eine Hälfte die 6 und die andere Seite die 1. Ist das nicht ein Bullshit? Und genau so war auch gerade die Lösung mit der Abstimmung. Ich habe einen super Gag vorbereitet und der Chat hat natürlich wieder einen Weg gefunden. Ja. Ne? Wo gehst du denn hin, Dirk? Ich weiß es nicht. Wir müssen einfach... Du hast gerade gesagt, hier sind wir gleich richtig. Wo kam er denn her? Ja, liebe Leute, ich würde sagen, da machen wir für heute Feierabend. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war wieder eine fantastische, tolle Folge Resident Evil 1 mit meinem Homie Dirk. Dirk, hast du Bock weiterzumachen? Auf gar keinen Fall. Am Samstag? Nee. Und Sonntag? Nee. Samstag und Sonntag wird nächstes Mal Resident Evil 1 gestreamt. Finde ich richtig geil von dir, Dirk. Engagement schreibt man D-I-R-K. Ja, nein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht euch noch einen schönen Abend, schaut mal auf Instagram vorbei, checkt mal den Infobereich unten hier irgendwo unterm Stream. Und ich würde sagen, zum Abschluss, der Bolle ist, glaube ich, gerade online gegangen. Sollen wir den mal raiden, den alten Schlawiner? Ja. Ja, ich muss noch einmal kurz gucken, wie man das macht, weil ich bin ein Idiot, was das angeht. Kanal raiden. Jetzt muss natürlich... Ah, der Bolle ist sogar schon online mit Just Chatting und der kommentiert ja gerade hier ein... Formel 1 Rennen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Minütchen vielleicht noch drin bleibt und einmal schöne Grüße von den Plasma-Schrimps, dem lieben Bolle, da lasst. Und wenn euch der Content von Bolle gefällt, natürlich auch ein Follow da lasst. Wäre cool. Also, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Peace out. Ja, okay, es geht in 6 Sekunden los. Wir müssen noch kurz warten. Ja, da kann ich ja noch was erzählen. Ja. Und zwar, dass wir heute sehr gut vorangekommen sind. Und ich freue mich. Ciao. Richtig.